Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Norland. Eine Mischung, so ist mein Ersteindruck, aus RimWorld und Crusader Kings. Warum? Das zeige ich euch jetzt. Ich habe nämlich schon mal das Tutorial gespielt. Das Ganze ist eine Demo und wir können 25 Tage spielen. Und es ist hier noch in Entwicklung, also müsst ihr mit einkalkulieren. Da ist noch einiges an Potenzial, was gerade noch gar nicht im Spiel drin ist. Ich werde, obwohl ich das Tutorial gespielt habe, ich habe das nicht ganz durchgespielt, weil es lang ist, trotzdem mit dem Tutorial anfangen. Einfach weil ich glaube, dass euch das auch gut erklärt, was in dem Spiel eigentlich so passiert. Und das vielleicht sogar besser erklären kann, als ich das könnte. Und außerdem ist es für mich auch nicht schlecht, wenn ich das Tutorial zweimal spiele, weil das durchaus, glaube ich, eine gewisse Komplexität hat, die man dem Spiel jetzt vielleicht auf den ersten Blick gar nicht zutrauen würde. Und ihr werdet gleich sehen, es sieht visuell wirklich aus wie... Es sieht visuell aus. Es sieht aus wie RimWorld und hat aber so ein bisschen spielerische Elemente, die mich an Crusader Kings erinnern. Und warum das so ist, erfahren wir jetzt. Wir fangen erstmal an. You are the king and the head of the noble family. Your lords obey your commands, but they also have their own will. However, only through their skill in combat, intrigue and economic management, you can become the founder of a great dynasty, create the most powerful kingdom in the world, or together with good allies survive the approaching crisis. Your history is just beginning. Ja, also da wird eben eine Geschichte erzählt mit irgendwelchen Events und wo man sich vielleicht entscheiden muss. Und dann gibt es hier auch so ein Herrscherhaus, das seht ihr hier oben. Und dann gibt es auch Nachwuchs, ja. Der kleine Lurch hier, das ist halt der Sohn von Druzhosil und das hier ist Druzhosil, das ist halt der 40 Jahre alte König und die Zeit schreitet ja voran, also die können auch sterben und ähnlich wie bei Crusader Kings gibt es dann halt so Character Traits, die die haben. Sieht man da jetzt auch bei dem Kind schon Skills und man kann dann die Kinder auch unterrichten, ne? Das kennt man wie gesagt auch von Crusader Kings. Hier sieht man mal, was die anderen hier so für Skills haben, also Druzhosil hat da zum Beispiel Persuasion 11, also Überzeugung. Und dann haben wir hier noch den hier, Boro Liup. Der ist 38 Jahre alt. Der ist sehr gut im Traden, hat auch so ein Sternchen. Und dann haben wir noch Iskriza, sehr schlau. Spouse of Druzhosil. Also okay, die ist auch mit ihm hier. Und was ist mit ihm? Keine Ahnung. Vielleicht der Bruder oder was, ich weiß es nicht. So, fangen wir mal an mit dem Tutorial. Lernen wir das Spiel mal gemeinsam. Erstmal müssen wir hier so ein bisschen die Klassiker, ja, wir bewegen uns, alles klar. Das ist natürlich noch ein bisschen langweilig, zoom in and out. Aber jetzt geht's mal richtig los mit dem Spiel. Hier unten können wir natürlich beschleunigen und verlangsamen. Das machen wir einmal durch, damit das Tutorial happy ist. Und jetzt wird's interessant. Also, in Norland, you only control the noble family, so you need to assign a manager to oversee the workers in the buildings. The instructions given by the Lord Manager are sufficient for 3 days. And on average, one lord can manage 7 to 10 buildings. Müssen wir uns merken. 7 bis 10 Leute. So, jetzt wollen wir einmal die Halle, das ist diese hier, anwählen. Und sehen jetzt hier unten, das ist halt Level 1 Halle. Und hier können wir jetzt einen Manager für dieses Gebäude ernennen. Und wir können die drei Leute, das sind zufälligerweise genau die hier oben, also unsere Nobles. Da können wir uns jetzt einen aussuchen, der dieses Gebäude managen soll. Das Spiel möchte jetzt, dass ich Iskriza nehme. Wir sehen aber auch, es gibt so verschiedene Production Boni. Hier sind es 242%, bei ihr sind es 212 und bei ihm 211. Aber aus irgendeinem Grund nehmen wir hier mal Iskriza. Das Spiel möchte das von uns. Und jetzt warten wir, bis Iskriza die Untergebenen hier anweist, was sie tun sollen. Das sieht man hier auch an diesem Finger. Das ist jetzt gerade ihre Tätigkeit. Das dauert einen kleinen Moment, wir können es auch schneller machen. Fertig. Okay. So, die Arbeiter sind jetzt im Plan. Die wissen jetzt, was sie machen können und können jetzt auch Gebäude bauen. Und Holz ist die Primärressource für unsere Gebäude, deswegen ist unsere erste Priorität jetzt, einen Holzfäller zu bauen. Das ist ja oft so bei solchen Spielen, ne? Gehen wir mal hier auf Resources und dann auf Lumbermill. So. Und da hier sollen wir hier oben hinsetzen. Da, direkt an den Wald ran. Passt genau. Bam. So, die wird gebaut. Und als nächstes sollen wir ein
Weizenfeld bauen. Also das hier. Und auch da gibt es hier einen vorgesehenen Platz. Dieses Grüne zeigt, glaube ich, die Fruchtbarkeit an, dass wir das da gut hinsetzen können. Und die wollen das genau in dem Fall da haben. Okay. So, und jetzt warten wir, bis die gebaut werden. Dazu können wir die Zeit ein bisschen beschleunigen. Und dann sehen wir hier, wie unsere kleinen Leute das jetzt hier auch errichten. Und das Feld wird auch gebaut. Irgendwas fehlt. Da wird es schon hergeschleppt, alles klar. Tap, 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 tap. Und fertig, alles klar. So, die Arbeiter, die brauchen natürlich Instruktionen. Deswegen müssen wir einen Manager in die Gebäude setzen. Und je höher die Management-Skills des Lords oder der Lordin, sagt man das so, ist, die wir da reinsetzen, desto höher kann die Produktivität sein. Das heißt, wir fangen mal an mit unserem Holzfäller und können dann hier Appoint Manager machen. Und jetzt kann ich mir einen aussuchen. Und wir haben ja davon gelernt, dass jeder 7 bis 10 Gebäude managen kann. Und diesmal sagt mir das Spiel nicht, welchen ich nehme. Deswegen nehme ich jetzt den mit dem höchsten, und zwar Boroliup. Bam, der ist jetzt der Manager hier. Und das gleiche machen wir auch nochmal. Wer managt das? Auch da ist Boroliup der Beste. Und wir haben ja gesagt, 7, ja, wieso nicht? Macht er das auch noch? Jetzt geht er erstmal hier hin. Oh, das müsst ihr so machen. Hier, ihr sollt hier gefälligst die Axt schwingen und dann den Baum und... Ja, das wird super werden. Okay. Jetzt hat er das, glaube ich... Na, da hat er das noch nicht gemacht. So, nachdem die Arbeiter ihre Instruktionen erhalten haben, dann fangen sie an mit ihren Verpflichtungen, mit ihren Arbeiten. Und während des Tages arbeiten sie und abends kümmern sie sich um sich selbst, haben sie ihre Me-Time, kriegen dann auch ihr Gehalt und können Waren kaufen und Bier trinken. So. Und jetzt kümmern wir uns mal um die Preise und um die Gehälter. Und das machen wir hier im Finanzmenü. Das sieht jetzt erstmal ein bisschen viel aus, aber es ist gar nicht so kompliziert. Also, die Leute essen eine Food Unit pro Tag. Derzeit kostet eine Food Unit 7. Und das Gehalt ist, hier Wages für die Peasants, ist 5. Das heißt, die verdienen 5 Mark und müssen aber 7 Mark für was zu essen bezahlen. Das kann sich ja keiner leisten. Deswegen will das Spiel von mir, dass wir gleich ein bisschen weniger Geld verlangen für das Essen. So, hier steht es auch. Das heißt, die möchten jetzt das hier reduzieren auf 4. Haha, jetzt ist das auch innerhalb deren Gehaltsrahmen, dass die sich auch was zu essen kaufen können. So, der Marktplatz öffnet nach 6 Uhr abends, was ich als Spätaufsteher total gut finde. Und dann haben auch alle Leute Freizeit und können auch einkaufen gehen. Alkohol und Food, also Essen, die haben unterschiedliche Qualitätsstufen. Das hier ist Rutabaga, ist irgendeine Wurzel. Und die ist eher mindere Qualität. Es gibt aber auch bessere Qualität, wie zum Beispiel Flavorful Ale. Und wir sollten natürlich im Idealfall den besten Shit anbieten, den es überhaupt nur geben kann. Auch mal sehen, das können wir mal wieder zu. So, besides managing building, your lords can also carry out other tasks. However, they will refuse to do so if they are unhappy. Also die weigern sich, Sachen zu machen, wenn sie sauer sind. Das ist übrigens die Karte, die wir uns hier gerade mal angucken. Sieht eigentlich ganz nice aus. Wir werden auch gleich noch eine Weltkarte sehen, aber das nehme ich nicht vorweg. Das gucken wir uns gleich an, wenn das Spiel uns das zeigen will. Aber ich finde das so vom Grafikstil schon ganz nice, auch wie die Bäume. Es sind viele unterschiedliche Bäume. Das sieht schon fürs Auge ganz, ganz nett aus. So, also hier, der ist unglücklich. Gucken wir uns mal an, warum er unglücklich ist. Zum Beispiel, ja, gehen wir mal hier rauf. Also Mut ist 0, Loyalty ist 50, Knowledge 1, Desire for Holy Rings, minus 160. Also das beeinflusst seine Stimmung massiv. Er will unbedingt so Holy Rings haben, aber eine wichtige Person für ihn gibt ihm auch ein bisschen Stimmungsaufschwung. Das ist Drut Sosil, den findet er super. Wir können übrigens die Namen auch gleich nochmal ändern, glaube ich. Dann
Oder vielleicht machen wir das im fertigen Spiel, dann dürft ihr natürlich mit ins Spiel reinkommen. So, das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass ihr diese Ringe bekommt, weil er ist schlecht drauf, er zieht die ganzen Leute runter, das geht nicht. So, wenn die Stimmung am Boden liegt, dann wird er eventuell depressiv und dann weigert er sich, seine Befehle auszuführen und seine Loyalität, die nimmt dann auch ab. Und wenn die unter 25 fällt, dann verlässt er vielleicht unsere Familie und startet eine Rebellion. Das wollen wir natürlich verhindern. Deswegen schauen wir mal unter dem Tasks, unter diesem, ihr wisst, was ich meine, Reiter, schauen wir mal, was hier sein Problem ist. Und Torturous Desire. Okay, no rings. Ja, das müssen wir natürlich ihm jetzt irgendwie erfüllen. Hopes for the future und full of energy, das ist wiederum ganz gut. So, ihr seht das hier, ist ganz am Boden, ist nicht gut. So, also, er will Ringe haben, das heißt Action. Jetzt gehen wir hier auf Action, King und Reward. Wir müssen ihm also mit was belohnen. Und zwar belohnen wir ihn mit Ringen. Das heißt, wir gehen hier auf Reward und das füllt der jetzt auf. Ich muss aufpassen, ich darf jetzt nicht alles aus dem Gedächtnis spielen. Ich muss auch ein bisschen lesen. Also, Click on the King haben wir gemacht. Click on the Reward Task haben wir auch gemacht. Wait for the King to reward the unhappy Lord. Ja, ich hoffe mal, das passiert jetzt. Genau, da sieht man das. Da ist jetzt dieser Beutel. Da ist dieser Beutel. Das ist quasi die Aufgabe, die er derzeit macht. Bei ihm sieht man diesen Finger, also der leitet immer noch. Ah, guck mal, der hat jetzt auch hier diesen Sack. Also da geht es jetzt schon um die Belohnung. Müsste eigentlich jetzt schon alles vonstatten gehen. Genau da. Das macht er. Reward, ja. So, let's go. Müsste jetzt eigentlich hier passieren. Ja, richtig. Okay, die Effizienz der Aufgaben. Die ist davon abhängig, was der für ein Skill-Level hat, der Lord. Und das sehen wir auf dem dritten Tab im Charaktermenü. Gibt es noch einen weiteren Hinweis? Die Kirche von St. Sophia, die hat jedem Haus nur 5 Titel für Lords zur Verfügung gestellt. Deswegen ist es am besten, wenn man die, wenn die Fähigkeiten sich sozusagen gegenseitig ergänzen. So. Das hier ist unser Nachwuchs. Und den müssen wir jetzt erstmal unterrichten. So, dazu gehen wir auf, ich glaube, Action war das. Ich mache es gerade aus dem Gedächtnis, ich sollte mehr lesen. Action, genau, Educate. Und jetzt kann ich mir aussuchen, was er lernen soll. Und wie gesagt, das sind so ein bisschen die Ähnlichkeiten zu Crusader Kings, wie ich finde. Also erstmal Rhetorik, ja. Dann haben wir Manners, also Manieren oder Umgangsformen. Und überzeugen würde er damit skillen. Economy hätte er Handel und Management. Philosophie, Intelligenz und Teaching, also Lehren. Dann haben wir hier noch Commanding and Combat, also das sind die Kampffähigkeiten. Und dann gibt es noch das hier für Leute, die sich nicht entscheiden können. General Training. The teacher will sequentially teach skills also in pairs first where there are talents to the limit. And then the remaining pairs of skills in turn. Und das finde ich eigentlich ganz gut, weil dann trainiert er das, wofür auch eine Veranlagung da ist, so wie ich das richtig verstehe. Weil er sagt ja, first where there are talents. Also mit Priorität bringt er das bei, wo er eh schon eine Veranlagung für hat. Scheint mir sinnvoll zu sein, es sei denn, ich habe jetzt irgendwas vor. Ich will zum Beispiel eine richtig kriegerische Dynastie haben mit dem Ziel, alle anderen zu unterjochen oder so. Dann wäre es vielleicht sinnvoll zu sagen, ey, alles geht auf Warfare, keine Ahnung. Fehlt mir die Erfahrung, wir gehen mal auf General Training und jetzt müssen wir uns aussuchen, wer ihn unterrichtet. Und da haben wir gesehen, dass Iskriza sehr, sehr schlau ist. Das haben wir hier, sehen wir das ja. Intellect hat die 11, Teaching hat die 8. Gucken wir mal die anderen an. Intellect 3, Teaching 3 und Intellect 4, Teaching 3. Ich weiß gar nicht, ob Intellect in dem Fall überhaupt wichtig ist oder ob es nur Teaching ist. In jedem Fall ist sie ja wirklich die begabteste Lehrerin und deswegen übernimmt sie jetzt diese Rolle auch. Und wir sehen das bei ihr jetzt hier. Da ist dieser Hut, also die Graduation Cap oder was auch immer, wie die halt heißt. Kennt man aus Amerika, da haben die immer so Hüte, die schmeißen in die Luft, wenn sie einen Uni-Abschluss gemacht haben. Oder einen Highschool-Abschluss, whatever, irgendeinen Abschluss halt. Beim Fußball auch, wenn Messi einen Abschluss hat, schmeißt er auch seinen Hut. Und wenn die damit fertig ist,
das Kind hier ein bisschen zu unterrichten, dann ist hier der nächste Schritt auch fertig. Können wir einfach warten, jetzt machen wir ein bisschen schneller. So, jetzt gerade ist sie noch mit Anweisungen beschäftigt. Und... Ah ja, das war's. Jetzt hat sie unterrichtet, oder? So, Wissen. Fähigkeiten alleine sind nicht genug, um zu bauen, zu produzieren, Spezialboni zu bekommen. Oh, muss man sich in den Skills verbessern, Expertise in den Skills holen und die Kenntnis anderer Sprachen gewinnen. Dafür brauchen wir simultane Übersetzung 6, 5 minus vielleicht. Okay, wir brauchen Wissen. Und dieses Wissen ist in Büchern oder in den Hirnen der Lords zu finden. Und diese Bücher können wir kaufen von den Heiligen Karawanen oder in der Bücherei hinterlegen. Die Bücherei zum Glück ist schon gebaut. Das ist sehr gut. Und jetzt gehen wir mal ins Knowledge-Menü, das ist hier. Guckt euch das mal an. Unavailable Knowledge, Unavailable Knowledge, alles ist unavailable. Warte immer noch mal zu. Open Acknowledgement, assign a lot to study brewing. Okay, also brewing, sollen wir jetzt Bier brauen? Hier, Hopfield and Beer, bam. Learn. Und irgendwer soll jetzt das Brauen lernen. Können wir vielleicht noch mal gucken, die vielleicht nicht unbedingt. Wer hat da vielleicht am meisten Talent? Wem würden wir sagen, ja, der braut mein Bier, dem traue ich das zu. Hier macht der macht das jetzt. Okay. Wenn zumindest ein Lord ein Buch gelesen hat, dann wird der Inhalt für alle verfügbar gemacht. Aber wenn dieser Lord stirbt, dann ist das Wissen verloren für alle. Sollte man vielleicht immer die jüngste Person nehmen. Okay, dann machen wir mal das Knowledge-Menü wieder zu und warten. Bis Drusil, hier ist er, gelernt. Jetzt geht er in die Bücherei. Lesi-les. Und eignet sich das Wissen an. Kerzenschein. Muss man aufpassen, das ist ja nicht. Gehen die Augen kaputt, oder? Wenn man zu viel im Kerzenschein. So, jetzt kommt das nächste. Wir wollen jetzt Flor. Also, das ist hier was zu essen, ne? Das ist Mehl. Da kann man Brot mit backen. Und das wollen wir jetzt herstellen. Make eggs oder do until eggs. Make eggs ist klar, das heißt, wenn wir sagen, ey, mach mal 20 Mehleinheiten, alles klar. Oder do until eggs, das heißt, mach so lange Mehl, bis der Lagerbestand eine gewisse Zahl erreicht. In dem Fall möchte das Spiel, dass wir 60 Einheiten vorrätig haben. 33 haben wir gerade, also bauen die hier schön erstmal da weiter. Das finde ich gut. Und ja, genau. Jetzt werden die Einwohner hier dieses Weizen aus den Warenhäusern nehmen. Und am Ende des Tages bringen sie dann das produzierte Mehl in das Warenhaus. So, wir haben jetzt schon 30 Mehl, aber wir müssen 60 herstellen. Das heißt, wir brauchen noch 30. Genau, ah, okay, hier. One unit of rye, also eine Einheit Weizen, produziert eine Einheit Mehl. Alles klar. So, das können wir jetzt geschehen lassen. Und jetzt wird's dramatisch. Leute, wir werden nämlich angegriffen. Jetzt kommen wir zum Kämpfen. Oh, Holy Sophia. Banditen haben sich unsichtbar, also hier verborgen, an unsere Siedlung herangeschlichen. Und wir müssen sie natürlich vertreiben, aber wir haben noch ein bisschen Zeit, bis sie uns angreifen. Und diese Zeit nutzen wir, um mal hier ins Army-Menü zu gehen. Vielen Dank, Tukus Pokus, für den Support. Und jetzt können wir hier eine Army rekrutieren. Dazu gehen wir mal hier unten auf den Add-Button und schauen mal, wer verfügbar ist. So, wir haben wenige Krieger, aber wir müssen natürlich unsere Chancen erhöhen, diesen Kampf zu gewinnen. Das heißt, wir können weitere Krieger hinzufügen, entweder indem man Sklaven befreit oder indem man so Peasants in die Armee einlädt oder indem man Söldner anheuert. Es gibt ein Problem. Die Peasants und die Sklaven, die haben natürlich kein gutes Training gehabt und dann haben sie so viel Angst vom Tod und dann rennen die weg,
sobald es gefährlich wird. Und das können wir natürlich nicht gebrauchen. Wohingegen natürlich die Söldner kampferprobt sind, aber die brauchen in aller Regel ein oder zwei Tage, bis sie hier ankommen. Die muss man erstmal im Katalog bestellen und dann werden die geliefert. So. Das heißt, wir werden jetzt hier unten Mercenaries anheuern. Die kosten Geld. Ihr seht, je stärker die sind oder je mehr es davon gibt, desto teurer sind die auch. Wir haben hier 2965 Mark, 35 minus 35 ist die Bilanz, also müssen wir ein bisschen aufbessern noch. Aber jetzt werden wir erstmal eine richtige schöne Armee anheuern. Das heißt, wir haben jetzt hier drei neue. Und jede Einheit sollte von einem Lord geführt werden. Und je höher die Fähigkeiten im Bereich Führung sind, desto höher ist die Moral der Truppe und reduziert die Gefahr, dass die Soldaten bei Gefahr oder wenn sie Schaden nehmen, fliehen. Und wir können auch die Soldaten in eine Squad zusammenpacken, also in eine Einheit. Und dann auch auswählen, mit welcher Ausrüstung wir sie ausstatten wollen. Dann gehen wir erstmal hier und jetzt suchen wir uns einen Commander aus. Dazu gucken wir uns nochmal an, wer ist denn überhaupt bei Command hoch. Er hat 6, er hat 8 und sie hat 4. Also die beiden sind fürs Kommandieren ganz gut geeignet. Also er ist hier der erste Kommandant in jedem Fall. Und dann müssen wir die aber auch noch ausstatten. Aber warte mal, haben wir gemacht, oder? Steht irgendwann, da steht es ja auch schon. Ah ja, so, okay. Zack. Und die müssen wir jetzt, muss ich die nicht noch rüberziehen? Ja. So, jetzt haben wir die hier rübergezogen. Das ist der Kommandant. Jetzt kriegen die alle eine Axt. Da, das heißt, jetzt seht ihr das? Ne, das ist mein Körper davor, aber hier steht Create 6 Warriors, 6 Weapons. Das heißt, wir haben hier die 1, 2, 3, 4, 5, 6 Krieger. Die haben alle eine Axt bekommen. Er hier ist der Anführer. Und jetzt haben wir die Truppe gebaut. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis die kommen. Und dann holen die sich aus dem Warenhaus die Waffen, die sie brauchen. Hier sind die bösen Typen. Beschleunigen wir das Ganze mal ein bisschen. So. Die Einheiten, also oder beziehungsweise die Truppe, ist, kann ich direkt kontrollieren, direkt steuern auch. Und jetzt wollen wir sie angreifen. Ist das hier meine Einheit? Ja. So, so sehen die aus. Eine verwegene, schlagkräftige Truppe. Und die schicken wir jetzt mal ein bisschen langsamer hier zu den fiesen Banditen. Und let's go. Guck mal hier. Die sind richtig motiviert. Die haben von ihnen super Logo mit so einer Schnecke. Was? Und die machen sich jetzt auf in den Wald. Und jetzt entbrennt die Schlacht. Guckt euch das an. Jetzt verprügeln wir die. Das ist sehr blutig. Aber ihr seht schon die Ähnlichkeit zu Rimworld, ne? Also, auch mit dem Spratzblut und so. Ich glaube, wenn ihr Rimworld gut findet, werdet ihr auch hier mit Spaß haben. Yay! Des einen Tod ist des anderen Freude. Wir haben die Banditen besiegt und ihr Anführer ist da niedergeschieden. Wir können auch Geiseln nehmen von den Überlebenden und die anderen werden, also die Peasants werden die dann in die Siedlung bringen. Aber jetzt müssen wir natürlich erstmal eine Gegenoffensive starten und das machen wir hier, indem wir auf diese Weltkarte gehen. So, guck mal, ich zoome mal raus. So sieht das aus. Es gibt hier verschiedene Reiche. Das hier ist unser Reich, Sparksville. Das sieht man hier auch an dem Schneckenbanner. Und hier unten, da ist ein Barbarendorf. Da sind diese Verbrecher, ein ja, Banditencamp. Das müssen wir natürlich ausheben. So. Das heißt, wir klicken erstmal da drauf. Und jetzt können wir hier wieder eine Action machen. Und das ist zum einen, wir können sie bestechen. Ja, dann lassen die uns für die nächsten 7 Tage in Ruhe, wenn man gerade
kein Militär zur Verfügung hat, dann kann man so für Ruhe sorgen. Man weiß aber, das ist nie von Dauer, weil die wollen immer mehr Geld. Die sagen ja nicht nach dem ersten Bestechen, ja, okay, das war's, sondern die kommen dann irgendwann wieder und wollen immer mehr Geld. Das ist ein Loch ohne Boden. Deswegen muss man früher oder später natürlich angreifen. Und das machen wir jetzt auch. On Global Map oder on Local Map. Wir machen mal on Local Map und wir nehmen hier die von uns aufgestellte Squad. Victory Chance ist 81%. Alles klar. Wir schicken die Armee rüber. Das dauert jetzt ein bisschen. Die müssen da erstmal hinlaufen. Wir können das hier auch auf dieser Karte beobachten. Das ist ihr Wanderweg. Durch den Wald, durch den Sumpf. Und guck mal, ist das ein Grenzstein? Sehr schön gemacht. Und wenn sie da dann ans Ende kommen, dann beginnt der Kampf. Wir können das jetzt auch hier ein bisschen beschleunigen. Boah, sind die lange unterwegs. Kommen mitten in der Nacht an. Aber das ist ganz gut. So. Jetzt klicken wir hier auf die Schwerter und dann können wir hier unten Battle on the Map. Und wir sehen eine kleine Aufstellung. Die Balken geben so eine kleine Preview an. Also wie sind die Kräfteverhältnisse? Die sind in unseren Gunsten. Ja, der gelbe Balken ist länger. Hier ist ja unsere Einheit. Und die haben 3 Krieger hier on legs, also zu Fuß, ne, Infanteristen. Combat Skill ist 1. Die Moral ist ziemlich hoch bei 82. Und die sind mit 60 Goldmünzen beladen. Und das sind wir. Wir haben 5 Krieger dabei. Und haben Combat Skill von 6. 65 Moral ist ein bisschen niedriger, aber wir haben auch super viel Geld. Und jetzt kämpfen wir. So eine kleine Ladesequenz. So, und jetzt müssen wir unsere Homies in den Angriff schicken, manuell. Warte. So, jetzt kommen die uns natürlich erstmal entgegen. Da sollen die halt, sind die halt müde. Die sind mutig, zumindest. Muss man ihnen lassen. Und wir metzeln die jetzt einfach nieder. 5-3 und Hände hoch, zu spät. Hände ab. So, Victory, das ist die Bilanz. Wir haben keine Verluste zu beklagen, aber die Banditen haben, einer ist entkommen und 2 sind gefangen. Ich muss sagen, die sehen alle relativ tot aus, aber das täuscht, denn niemand ist tot. Einer ist entkommen und 2 sind gefangen. So, Bandit Camp destroyed. Das heißt, unsere Beziehung zu unseren Nachbarn ist dadurch verbessert worden, denn klar, die Banditen, die kennen keine Grenzen und die wären sonst vielleicht auch in andere Gebiete einmarschiert. Super für alle Beteiligten, also +5. Und ja, die Einstellung gegenüber unserem Matriarchen +9. Und wir haben 25 Gold gelootet und wir haben Gefangene gemacht, ne? Prisoners are an alternative to peasant for work in industries. They have their pros and cons. Also wir können auch Kriegsgefangene einfach einsetzen in der Wirtschaft. Sie brauchen kein Gold. Die leben in Baracken. Okay, da muss man auch einen Wächter aufstellen, der auf die aufpasst. Die können natürlich auch mal versuchen zu fliehen, wenn sie zu unglücklich sind. Sollen sie doch versuchen. Oh, unglückliche Gefangene können einen Aufstand anzetteln. Das wollen wir natürlich nicht. Gefangene, genau, die können wir über Geiseln, über gefangene Geiseln in Schlachten aufstellen und wir können sie auch kaufen von der Holy Caravan, also das ist die Karawane, mit der kann man handeln. Or punishing vagabonds for their crimes. Ja, okay, man kann sie auch verurteilen einfach dazu. Okay, weibliche Gefangene sind teurer, weil die können auch Kinder kriegen. Aber nur, wenn sie gut drauf sind. Und ein befreiter Gefangener fühlt sich super gut durch die neu gewonnene Freiheit und kann dadurch ein tapferer Kämpfer auch werden. Alles klar, also es geht eine Menge. Wir haben gewonnen, das freut uns. Und jetzt dackeln wir vermutlich wieder nach Hause, sehe ich das richtig? Müssen wir denen das sagen? Excellent! Unsere Truppe hat den Feind besiegt, die Geiseln befreit und werden bald nach Hause zurückkehren. Aber neben den Banditen ist unsere Siedlung auch noch von Nachbarn ummantelt. Und deren Könige haben vielleicht ja, unterschiedliche Einstellungen gegenüber
unserem König. Und es kann natürlich dazu führen, dass es Konflikte gibt oder dass man auch kooperiert miteinander. Als Beispiel, wir können uns die Konstruktion eines Hopfenfeldes sparen, wenn man stattdessen in einen Handelsvertrag mit dem Nachbarn einstimmt, der uns damit beliefern wird. So, das heißt, wir müssen die Industrie nicht selber bauen. Um einen Handelsvertrag zu schließen, muss man entweder im gleichen Staat sein wie der Nachbar oder freundliche Beziehungen zu ihm pflegen. Es gibt verschiedene Wege, ein freundschaftliches Verhältnis mit dem Nachbarkönig aufzubauen. Wir können ihm zum Beispiel ein Geschenk machen, wir können unseren Lord auf eine Mission schicken oder wir können auf eine gemeinsame Jagd gehen. Und jetzt verbessern wir mal die Beziehung zu unserem benachbarten König und versuchen einen Trade-Deal, also eine Handelsbeziehung aufzubauen. Das heißt, wir klicken mal hier auf die Nachbarstadt. Das ist Kaiden. Also wenn man drüber hovert, sieht man auch, wie gerade der Status ist. Also die Dirks Meinung von Druzosil ist immer noch bei minus 2, aber durch diese Banditen, die wir besiegt haben, haben wir hier plus 5 und Hateful Culture. Oh Gott, das sind ja komische Leute. Und Spouse's Opinion ist bei 0. So, jetzt verbessern wir mal die Beziehung. Klicken wir mal hier auf... Na? Achso, sind wir hier schon? So, jetzt sind wir da. Hier, Assign Lords. Das ist der Dirk. Und jetzt können wir mit Dirk Verschiedenes machen. Wir können mit ihm Zeit verbringen. Wir können auf Wolfjagd gehen. Wir können Würfelspiele spielen. Wir können ihn auch verführen. Oder wir können ihn dazu provozieren, dass wir ein Duell machen. Oder wir können ihn vergiften. So, Leute. Und es ist doch 1:1 Crusader Kings. Oder? So 1:1 Crusader Kings. Wir wollen mit ihm gemeinsam auf die Jagd gehen. Und zwar macht das hier natürlich Druzosil persönlich. Da schicken wir nicht irgendwen. Da kommt unser König nach Kaiden und jetzt wird hier gejagt. Also, hier ist das Fazit. Exzellent! Die Könige hatten eine tolle Zeit miteinander und jetzt betrachtet mich der Nachbarkönig als ein Freund. Das heißt, unsere Freundschaft, unser Verhältnis ist über 25 und jetzt können wir auch über Business reden. Können wir Business machen. Um einen profitablen Deal abzuschließen, sollten wir den Lord mit den höchsten Handelsfähigkeiten schicken. Das heißt, wir klicken nochmal auf die Stadt. Dann, haben wir das schon gemacht? Ja. Gehen wir auf Assign und dann auf Trade und jetzt Selling Hop. Also die verkaufen Hopfen und das passiert folgendermaßen. Als Teil dieses Handelsabkommens stimmt Dirk darüber ein, dass er uns jeden Tag 15 Hopfen zum Preis von 45 Gold anbietet. Das macht 3 Gold pro Hopfeneinheit. Und zum Vergleich, damit man ein Gefühl entwickelt, was das so wert ist, steht da auch: Holy Caravan buys and sells this item for 3 and 6. Das heißt, für 3 Gold kauft das diese Karawane uns ab, also dieser vorbeiziehende Händler. Und wir müssen wiederum 6 bei der Karawane bezahlen, um einen Hopfen zu bekommen, was doppelt so teuer ist, wie das, was wir jetzt durch dieses Handelsabkommen zahlen. Wir können das sogar 1:1 weiterverkaufen an die Karawane und würden dann plus minus 0 rausgehen, zwar keinen Gewinn machen, aber wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben außerdem zu viel gekauft, kann man das auch nochmal wieder verkaufen. Ohne Verlust. So, und wenn man so einen Messenger schickt, der diesen Deal abschließen soll, kostet das kein Papier. Normalerweise kostet sowas Papier. Das ist auch eine Ressource, die ist hier. Haben wir gerade noch 25. The cost of church intermediary service, 100 Gold. Okay. Also ist das so viel wie die Vermittlungskosten der Kirche, sehe ich das richtig? Weiß ich nicht genau, was das jetzt mit diesen 100 Gold, ich hoffe mal nicht, dass wir die jetzt bezahlen müssen, nur dafür, dass wir dieses Abkommen abschließen, weil das würde natürlich
nochmal den Preis hier deutlich erhöhen. So. Jetzt können wir gucken, wen wir schicken. Das Spiel will jetzt Druzosil schicken. Lass mich mal eben gucken. Trade 3, Trade 10, Trade 2. Also eigentlich müsste ich doch Boroliup schicken. Das checke ich gerade nicht, warum das Spiel jetzt will, dass ich Druzosil schicke. Weil, warte, ich schicke mich mal ein Stück nach rechts. Dann könnt ihr das auch alles lesen. Folgendes, das Spiel, ihr seht, das leuchtet hier auf. Also das Tutorial möchte, dass ich Druzosil schicke. Aber der hat halt deutlich weniger beim Handeln. Und ihr seht da unten jetzt, the price has been adjusted by plus 6% due to the difference in skill level trade. Also aufgrund der unterschiedlichen Fähigkeiten im Verhandeln wurde der Preis jetzt nochmal um 6% erhöht. Wenn ich jetzt auf Boriliup gehe, Boriliup, da sieht man, der hat nämlich Verhandeln Level 10 und der Dirk ja nur 5. Und dadurch wird der Preis nochmal 16% günstiger. Deswegen weiß ich nicht, warum das Spiel jetzt nicht will, dass ich Boroliup nehme. Keine Ahnung, wo jetzt das Problem ist. Natürlich, im Zweifel mache ich, was das Tutorial mir sagt, aber ich mache das nur sehr widerwillig. Wenn es nicht ein Tutorial wäre, würde ich natürlich den hier schicken. Aber wir machen das jetzt so, wie das Tutorial das will. So, jetzt müssen wir natürlich warten, bis es wieder fertig ist. Many tasks on the world, also viele Aufgaben auf der Weltkarte, können auch von einem Messenger ausgeführt werden, der dann auf Geheiß des Königs handelt. Aber das kostet Papier, um die Wünsche sozusagen zu überbringen. Das ist dann, was ich gerade sagte, diese Ressource. Okay, dann müssen wir jetzt warten. Und da ist es passiert. Druzosil, mein Freund. Ich schreibe dir, um meine Freude darüber zum Ausdruck zu bringen, dass wir so ein attraktives Handelsabkommen abgeschlossen haben. Nicht jeder kann sein Schwert schärfen und in Verhandlungen eintreten. Keine Ahnung. Was heißt das? Sheath? Weiß ich nicht. Von meiner eigenen Hand unterzeichnet King Dirk. Okay. Dirk und ich haben dieses Handelsabkommen abgeschlossen. Das bedeutet, dass während dieses Zeitraums Dirk ein tägliches Angebot unter folgenden Konditionen erstellt. Hier steht nochmal, was das Angebot ist. Dirk wird täglich 15 Hopfen für 48 Gold anbieten, also immer noch 3 pro Hopfen. Und hier steht nochmal, was wir eben auch gelesen haben. Und 10 Tage lang ist dieses Angebot offen. Und unser Verhältnis zu Dirk hat sich auch verbessert. Also plus 10, das ist auch natürlich auch gut zu wissen. So, jetzt können wir zum Preis Hopfen kaufen. 15 für 48. Können es auch automatisieren. Haben wir das jetzt gekauft? Ich glaube ja. So, und jetzt sind wir wieder bei uns. Und die Hopfen wird gleich geliefert. Oh, was ist jetzt hier los? Wir müssen mal ein bisschen langsamer machen. Holy Caravan. Ah ja, die heilige Karawane. Gold in Norland, also Norland heißt das Spiel, ne? Kommt in die Wirtschaft entweder durch die tiefen Taschen der Peasants oder der Einwanderer oder durch Handeln. Die heilige Karawane, die kommt immer abends, alle 1 bis 3 Tage, und das ist die Hauptquelle für Gold, Holy Rings, also diese heiligen Ringe, die wir vorhin schon kennengelernt haben. Oh, die sind halt diese Luxusgegenstände, die die Lords wollen, aber auch Bücher und Gefangene. Und wenn die Karawane an ihrem designierten Ankunftsort ist, dann können wir die Karawane anklicken hier oben. Das ist da, steht es hier oben, Händler. Und dann können wir mit dem handeln. So, the higher the Lord's Trade Skill, also je höher der Trade Skill ist, das ist ja genau das, was wir gerade hatten hier mit Druzosil und Boriliup, desto besser sind die Preise. Allerdings muss er den Handel managen, bevor die Karawane abhaut. Das heißt, wir müssen uns da ein bisschen beeilen. Gehen wir mal hier auf die Karawane, traden. Und jetzt suchen wir uns, guck mal, jetzt darf ich den nehmen, weil der hat hier 10 Handelsskills. Jetzt erlaubt mir das Spiel das, alles klar. So, und jetzt kann ich mir überlegen, was ich kaufen will. Und diese heiligen Ringe sind hier doch sehr
günstig zu haben. Ich keine Ahnung, ob das günstig ist. 10 Stück kaufen wir. Klicken wir auf Trade. Es gibt aber noch andere Sachen. Werkzeug, was haben wir? Holz, Mehl, Bier, Kupfer nehme ich an. Waffen kann man kaufen, Heiltränke, Fleisch. Und wir können natürlich auch unseren Kram verticken, wenn wir dringend Geld brauchen. Aber das machen wir jetzt nicht. So. Ach ja, und ein Buch soll ich kaufen, genau. Kostet 100 Öcken. Ein Buch kaufen wir auch. Und jetzt können wir traden. Haben sehr viel Geld dafür bezahlt. Schließen das wieder. So, jetzt gibt es Verbrechen. In jeder Gesellschaft gibt es diese unglücklichen Individuen, die einfach nur durch Umstände zu Verbrechern werden. Da gibt es natürlich Gefangene oder Krieger, die können Revolten anzetteln, während die freien Peasants lieber Vagabunden werden wollen. Die tragen braune Kleidung. Vagabunden, die sehen keinen Sinn dahinter zu arbeiten. Und wenn sie keine Ressourcen mehr haben, dann werden sie lieber Verbrecher. Und dann überfallen sie Leute auf der Straße oder klauen aus dem Warenhaus. Das wollen wir natürlich vermeiden. Um Kriminalität zu unterbinden, müssen wir eine Patrouille aufstellen. Das machen wir hier. Zack. Army und Night Patrol. Und neben dem Warenhaus sollen wir das aufstellen. Ist das hier eigentlich? Das ist doch die Halle. Was ist das hier nicht eher das? Nee, das ist der Markt. Das ist doch ein Warenhaus. Ich dachte, dass das hier, das war. Warte mal ganz kurz. Das ist doch. Das ist doch das Warenhaus. Hier schlafen die. Das ist diese Halle. Das sind Schlafgelegenheiten. Das ist der Marktplatz, nehme ich mal an. Aber das Spiel will trotzdem, dass wir die Patrouille hier aufstellen. Und das machen wir natürlich auch. Bam. So, da ist unsere Patrouille. Jetzt ist es aber so, die hatten einen Radius, ne? Und der ist sehr lang. Und die sollen jetzt aber gar nicht überall rumschlawenzeln, sondern nur in der Nähe des Warenhauses bleiben. Deswegen können wir hier den Patrol-Radius reduzieren. Jetzt sind sie hier direkt immer nur da, wo die Fahne ist. Und wir wollen nur zwei Guards haben. Das muss reichen. Und das haben wir gemacht. Punishment for Crimes, also die Strafe für Verbrechen. Wenn der Schurke ein Verbrechen begeht, dann kann er bestraft werden. Und dafür brauchen wir diese Scaffolds. Also hier, das ist, wie nennt man die Dinger noch? Nicht Galgen, sondern ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, wo man seinen Kopf durchstecken muss und die Hände. Bop, 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 bop. Das müssen wir aber erstmal erforschen. Genau, das haben wir noch nicht. Das müssen wir erstmal erforschen. Deswegen gehen wir hier auf Knowledge und auf Scaffold. Und das lernen wir jetzt. Und das macht natürlich Iskriza, weil sie die Schlauste einfach ist. So, sie ist die Schlauste. Das wird jetzt erforscht. Hier sieht man, sie hat eine Menge zu tun. Erstmal muss sie noch ihre Untergebenen anweisen, dann muss sie noch den kleinen Lutschitzer unterrichten und erst dann kommt sie dazu, das zu lernen mit dem Scaffold. Ich kann aber auch ihre Prioritäten ja ein bisschen ändern. Das haben wir auch schon kennengelernt. Und zwar, warte. Müsste eigentlich gehen, wenn ich hier drauf klicke. War das nicht? Könnte man doch nicht einfach draufklicken? Warte. Ach so. Ich muss einfach warten. Ich kann nichts machen gerade. Okay, wir warten jetzt einfach. Jetzt will sie erstmal schlafen. Pranger heißt das, genau. Pranger, danke. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Pranger. Weil die schlafen hier auf dem Boden. Ich muss denen da immer ein Haus bauen. Der nächste Morgen bricht heran. So. Jetzt können wir den Pranger bauen. Sie hat ihn erfolgreich erforscht. Ah, nee, warte, das
Sie hat hier rechts mit angefangen. Hat sie? Ich weiß es nicht. Jedenfalls hat sie es gemacht. So, hier ist der Scaffold. Ist das überhaupt ein Pranger? Oder ist das doch ein Galgen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also. Während der Arbeitszeit... Oh ja, Executioners. Okay, alles klar, das ist doch ein Galgen. Werden die, also die Scharfrichter suchen nach den Vagabunden, die sie für Verbrecher halten und bringen sie dann zum Galgen. Und wenn der Verdächtige identifiziert ist, dann werden sie einfach bestraft. Und zwar mit der Strafe, die wir uns aussuchen. Wenn es keine Verdächtigen mehr in der Stadt gibt, dann wird der Scharfrichter sich in Prävention üben. Das heißt, die schüchtern alle Leute ein und hindern sie daran, Verbrechen zu begehen am nächsten Tag. Ein Scharfrichter kann ein Vagrant per Day, also pro Tag, einschüchtern. Oh, und wir können sogar Terror gegen verschiedene Bevölkerungsgruppen ausüben. Und das Gebäude braucht tägliche Instruktionen, um zu funktionieren. Das heißt, da muss ich vermutlich einen Noble auch als Manager nochmal reinsetzen. So, hier soll dieser Galgen hin. Wird gebaut. Müssen wir kurz warten. Sie liest hier wieder, das ist sehr vorbildlich. Oder ein Schafott. Ja, was auch immer. Ich bin nicht so bewandert in mittelalterlichen Bestrafungstechniken. Okay, so, jetzt müssen wir natürlich hier wieder einen Lord als Manager bestimmen. Und das macht man nicht sie. Sie ist eher so für bildende Dinge. Was haben wir denn hier? Management 10, Management 2. Ja, vielleicht macht Boriljub das direkt. Ja. So, jetzt haben wir einen Manager da drin. Migration. Verbrechen zu bekämpfen ist einer der wichtigsten Wege, eine gute Moral unter den Einwohnern zu erhalten. Und dadurch auch eine hohe Einwanderungsquote. Und so, hier können wir ein bisschen mehr über unsere Untergebenen lernen. Unsere Untergebenen sind sehr divers. Es gibt religiöse Fanatiker, Loyalisten und so weiter. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Und man kann die Anzahl über Actions variieren. So. Loyalisten als Beispiel, die entstammen glücklichen Einwohnern. Also müssen wir einzelne Häuser bauen für die, damit die glücklich werden. Brauchen die auch viel Essen und Alkohol. Und dann kann man die auch gewissen Produktionsgebäuden zuweisen und werden dann auch besser arbeiten. Und man kann die sogar zu Soldaten machen. Alles klar. Gut. Peasants. Fanatics. Da haben wir 0%. 3 sind homeless. Average Wealth, also durchschnittliche... Das Vermögen ist bei 15 Gold, durchschnittliche Stimmung bei 56. Oh, ist noch niemand süchtig nach Nektar, das ist gut. Und Cultural Composition, also unsere Leute setzen sich folgendermaßen zusammen. 11 sind Kaiden, einer ist Tanaya, einer ist Marker und 0 Vans. Und das wird sich vermutlich jetzt alles noch mischen. Wir erwarten nämlich jetzt 5 Migranten heute. Also das ist natürlich... wichtig, dass man Zulauf hat. Frequent negative thoughts, homeless und mild fatigue. Okay, das heißt, homeless ist hier das Wichtigste. Wir müssen erstmal Hütten bauen, ne? Was willst du noch? Hover the mouse over the word loyalist. Okay, habe ich das nicht gerade schon gemacht? Ey. Ey! Okay, entschuldige Sie bitte. Ah, okay, ich muss warten. Hier rechts war, das ist glaube ich auch bei Crusader Kings. So, hier rechts ist so eine kleine Uhr und
Das Fenster bleibt nur stehen, wenn ich quasi, wenn die Uhr voll ist. Ich zeige es euch nochmal. Achtet mal oben rechts in dem Feld auf die Uhr. Da, oder auf diesem Kreis, der sich schließt. Und jetzt kann ich darauf gehen. Und wenn ich das schneller mache, dann haut's ab. Muss man erstmal checken, wenn man die Mechanik nicht kennt. So, wir sollten über Loyalists, sollten wir einmal rübergehen. Und die Loyalists sind hier. Glückliche Einwohner, Krieger und Lords, die können eine tief empfundene Liebe für den König empfinden und werden dann zu Loyalisten. Die werden identifiziert über die Krone. Aha, die sie tragen, alles klar. Die loyalen Lords können nicht bestochen werden oder in Versuchung geführt und ihre Loyalität ist immer am Maximum. Die Produktivität ist 30% höher. Können keine Vagabunden werden. There's only room for one idol in their hearts. Okay, also die haben nur für einen König Liebe. Und verschiedene andere Sachen. Okay, was wollen wir hier noch? Ah ja, wir können immer auf Help drücken. Das ist nett. Und können uns hier einige Informationen holen. So, Congratulations! Du hast das Basistraining erfolgreich absolviert. Jetzt kannst du die weiteren Features selbstständig erkunden. Ein letzter Rat, um schneller voranzukommen, brauchst du sehr viel Holz und du musst die Grundbedürfnisse deiner Einwohner erfüllen, um eine hohe Migrationsrate aufrechtzuerhalten. Also empfehlen wir dir folgende Gebäude zu Beginn: zwei oder drei Holzfäller und die dann auch upgraden. Und ein Altar, um die Einwohner zu befriedigen. Außerdem eine Taverne, die Alkohol verkauft. Ah ja. Und wenn du nicht weißt, wo du starten sollst, dann kann man mit der Maus über die rote Flagge. Top left corner. Haben wir gerade nicht. Gibt keine rote Flagge, allen geht's gut. Havan, und da kriegt man weitere Infos. Also, das heißt, wir können entweder dieses Spiel jetzt weiterspielen oder wir fangen ein ganz neues an. Und ich bin der Fan davon, ein ganz neues anzufangen. Das war jetzt das Tutorial. Wir machen jetzt ein New Game. Start Without Tutorial. Haben wir ja gerade schon gespielt, das Tutorial. So, und jetzt können wir uns hier was Schönes aussuchen. Pass auf. Family Settings mit Namen und alles. So, was wollen wir denn haben? Erstmal Family Members, two brothers and a wife. Husband, wife, child, two sisters and a son, two brothers, three sisters, father and daughter. Two brothers and a wife finde ich ganz gut. Das ist das, was wir gerade auch hatten. Kann man dir die Namen sogar. Ach, kann man alles Mögliche auswürfeln lassen. Ja, die sieht doch nice aus. Und auch hier können wir. Ja, okay, sehr gut. Wir können hier. Oh, krass, dessen Alter. Guck mal. Das heißt, die Punkte, die ich verteile. Kosten Lebensjahre. Das ist natürlich bitter. Jetzt sollten wir das ein bisschen variabel machen, dass sie nicht alle das gleiche können. Also Trade, guck mal, da hat er seinen Stern. Das ist. Okay, der hat halt diese Prädisposition zu dieser Fähigkeit. Die Talente werden vererbt von den Eltern. Okay, und wenn man dann einen Stern hat, bekommt man mehr Erfahrung. Ah ja, when developing the skill to level 15, the character gains a very powerful talent trait. Okay, das ist wichtig zu wissen. Also das gefällt ihm hier gut. Manners ist wichtig für den. Was haben wir denn hier mit ihr? Sie hat Intellect ist gut, Teaching, ja. Und er ist gut im Management, gut im Trade. Er ist aber auch gut im Trade. Wir brauchen nicht beide, die gut im Trade sind. Wir brauchen vielleicht jemand, der noch gut im Command ist. Ja, ich finde, der Trade nehmen wir mal raus. Dafür gehst du mehr auf Command. Und der ist ja bei Management auch gut. Sie ist bei Intellect gut. Ja, das finde ich nicht schlecht. Ist ganz gut ausgeglichen. So, jetzt können wir natürlich die Namen auch noch ändern. Radomir. So, wer von euch will König sein? Wer will der König sein? Anzuil. Ist die Eins? Heißt das, dass du das willst?
So. Markus Titus war der Erste. Ich weiß nicht. Achso, die 1 heißt es. Okay. Wenn die 1 noch zählt, dann hast du dir natürlich leicht gemacht an Suil. Aber dann zählt das natürlich. Dann ist Anzuil der König. Ist natürlich smart, dass du einfach nur eine 1 nimmst und die anderen müssen mehr Buchstaben tippen. Aber, okay, Anzuil. Aber dann haben wir hier noch Mary wird natürlich sie hier und Marco Titus. Alles klar, also. Mary und Mary Phantom Hive müssen wir jetzt... Ja. Passt das überhaupt noch hin? Phantom Hive? Ja, okay. So sieht auch ganz gut aus. Haben wir. Und dann haben wir als den Bruder noch Marco Titus. Das waren die ersten. Gut. Sehr schön. Character Traits. Attractive. Aber Mental Impairment. Minus 50% Erfahrung durch Lernen. Was hat sie? Sie ist unattractive und reckless. Das ist der Higher Threshold for Bravery. Ja, aber ist es nicht sehr sinnvoll, wenn... weil er ist ja auch ein Commander. Combat ist ja nicht so gut. Was gibt's denn hier noch? Bravery. Falls in love once and for all. Wie so ein Pinguin. Ja, vielleicht reckless. Und dann könnten wir auch bei ihm sagen, pass auf. Trade braucht er gar nicht. Stattdessen geht er nochmal auf Combat. Das ist eher so ein bisschen... Er muss auch nicht schlau sein. Er muss kämpfen können. So. Und sie ist... sie braucht irgendwas, was sie schlau macht. High Fatality. Morgan. High Fatality ist natürlich gut. Aber da steht jetzt nichts mit schneller lernen oder sowas. Dann finde ich mal, machen wir mal High Fatality. Unattractive. Okay, was haben wir noch für einen Malus? Nervös. Zynikerin, Higher Chance of Dueling Dependencies. Aha, High Fatality und Low Fatality. Geht das? Tatsächlich, guck mal. High Fatality und Low Fatality. Hebt sich einfach gegenseitig aus. Mental Impairment ist ja Quatsch. Gambling Addict, Unattractive, Lustful. The Need for Sex increases twice as fast. Das machen wir. High Fatality und Lustful. Das passt doch sehr gut, damit wir möglichst viele Kinder begrüßen dürfen. Und Anzuil ist beautiful. Was haben wir hier mit? Was gibt es hier noch? Attractive. Und ist ein Zyniker. Social thoughts are weaker as well as thoughts about the death of loved ones. Ja, das ist schon okay. Das können wir so machen. Das ist doch realistisch. Okay. Dann finde ich, sind wir ganz gut aufgestellt. Hier sieht man, das finde ich sehr nice, Overall Skills. Da kann man nämlich gut erkennen, welche Bereiche wir vielleicht vernachlässigt haben. Zum Beispiel Persuasion haben wir ein bisschen vernachlässigt. Aber ansonsten sieht das eigentlich ganz gut aus. Auch drei verschiedene Sterne hier. Intellect, Management, Manners. Ja. Machen wir jetzt einfach mal. So, wir sind fertig. Perfectly balanced, so sieht's aus. Choose your starting province. Also jetzt können wir überlegen, wo wollen wir anfangen. Sparksville ist empfohlen für Anfänger. Das nehmen wir natürlich dann direkt mit. So, Sparksville ist aber nicht der Name. Euch ist klar, wie das hier heißt. Das ist natürlich Rötzlingen. Ey, Ö gibt's nicht. So, Rötzlingen. The native inhabitants of the central plains of Norland, the Varns, were pushed eastward by expanding empire. Okay, das heißt, oh, wir können uns verschiedene Leute noch aussuchen hier. Guck mal. Wir bleiben mal bei den Varns. Und, oh, jetzt können wir uns noch ein eigenes Banner bauen.
Warte, ich muss mich kurz wegschieben, damit ihr den Bannerbau sehen könnt. Das ist ja cool. Oh, die Schnecke fand ich schon ganz nice. Da kann ich mich identifizieren. Tatsächlich. Der Habicht. Der 13. Die Schnecke war super. Ich weiß nicht, ob das Zufall war. Dass wir vorhin die Schnecke im Tutorial hatten. Ey, wo ist denn die Schnecke? Ey. Schnecke, wo bist du? Da! Schnecke ist super. Jetzt können wir uns noch die Farben und das Muster aussuchen. Machen wir mal so. Und... Ah, es gibt nur drei Farben. Oh, achso, Back Color. Okay, jetzt können wir zum Beispiel... Gibt es auch eine rote Schnecke? Nein. Okay, es gibt eine weiße Schnecke auf rotem Grund. So, weiße Schnecke auf rotem Grund ist unsere Farbe. Finde ich gut. Und... Weiter geht's. Game Parameters. Start Scenario O Prisoner. Ein Mitglied unserer Familie wurde gefangen genommen. Niemand nimmt unsere Familie ernst. Was? All your lords have been blind since birth? Was? Nee. Hammer's Way. Deine Lords sind super Handwerker, aber... Schlechte Händler. Du startest mit Büchern über Schmieden von Waffen, aber hast sehr viel weniger Geld. Oder kein Szenario. Ja, wir nehmen mal dieses Prisoner. Das können wir vielleicht direkt befreien. Und wir können entweder ohne Krisen spielen. Oder wir können hier die Unholy Horde machen. Kurz nach dem Start des Spiels wird die unheilige Horde auftauchen und die werden alle Städte einfach vernichten, die in ihrem Weg liegen. Wir können nicht mit denen verhandeln. Wir können sie entweder besiegen, indem wir ihre Startstadt brandschatzen, oder wir können versuchen, 55 Tage zu überleben, was bei dieser Demo Quatsch ist, weil wir, glaube ich, nur, was war davon, 25 Tage oder irgendwie sowas haben. Okay, und dann haben wir noch Modifiers. Das machen wir jetzt mal nicht. Difficulty machen wir normal. Ja, wir lassen die Horde mal einfach an. Gucken. Die Horde macht Horde-Sachen, ja. Weiße Schnecke auf weißem Grund wäre auch super gewesen, ja. Weiße Schnecke auf weißem Grund. Der Beginn der Geschichte. Norland. Das Jahr 2898 seit der Erschaffung der Welt. 200 Jahre sind vergangen, seit das große Crimson Imperium in den Flammen des Religionskrieges untergegangen ist. Ihre früheren Provinzen wurden Barbarenkönigreiche, die nur davon abgehalten werden, sich gegenseitig zu zerstören, weil es die mächtige Kirche der Heiligen Sophia gibt. Während die heiligen Propheten vom unmittelbaren Ende der Welt sprechen, träumt man in einem kleinen Königreich von der Geburt eines neuen Imperiums. So ungefähr. Okay. Got it. So, jetzt haben wir schon so ein paar Sachen hier. Wohnhäuser. Das ist unsere Halle. Und das sind Lords Houses. Und das hier ist unser Marktplatz. Okay. Wir haben ja gelernt, wir fangen an, wie in jedem guten Spiel, mit Lumbermills. Und ich nehme mal an, so eine gescheite Lumbermill muss irgendwo da stehen, wo auch Holz ist. Und deswegen machen wir jetzt mal drei Lumbermills. Und die Leute haben Hunger. Deswegen müssen wir... Ach, das können wir noch nicht machen. Oh, okay. Wir müssen Rye Fields erstmal... Aber wir können das hier machen. Das ist diese komische rote Beete, die aber nicht so geil ist. Das ist eher so ein
Notnagel, glaube ich. Okay, dann wollen wir mal hier auf die Bücher gehen. Und Ryfield and Mill, das müssen wir jetzt mal lernen. Ah, okay, da brauchen wir erstmal eine Bücherei. Ja gut, ich befürchte, dann müssen wir uns erstmal mit dieser Drecksrübe zufrieden geben und bauen jetzt mal so ein Drecksrübenfeld. Hier so. Okay, dann let's go. Jetzt müssen hoffentlich alle. Da kommen sie raus. An die Arbeit, Freunde, an die Arbeit. Niemand hat das Recht, einfach so stehen zu bleiben. Als allererstes bauen Sie bitte diese Lumbermills. Husch, husch. Mary Phantom Hive from Rötzling has been captured by Forest Bandits. Forest Bandits in your land. Oh no. So, Answeel macht Ansagen. Und Mary ist immer noch gefangen. Das bedeutet, wir müssen eine Armee aufstellen. Haben wir genug Geld? Ja. Haben wir. So, Warriors, Mercenaries. Was können die denn? Geil. Und warte, wer hier? Marcus Titus war doch der Champion of the World, oder? Ja. Und dann. Was? Ey! Shoot! Oh, wir haben auch gar keine. Wir haben relativ wenig Keulen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Oh, Bogen. Drei Bogenschützen haben wir noch. Warte mal, ich kann doch hier noch Mercenaries. Wo seid ihr denn? Hier 13, Kampfstufe 13. Zwei Stück kaufe ich noch. In 34 Stunden. Und der? 34 Stunden. Ach, ey, hör auf. Der soll raus. Okay, die beiden kommen jetzt noch. 34 Stunden muss reichen. Wir stellen jetzt eine Armee auf mit dem hier. 1, 2, 3, 4, 5. Bam. Und 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. Zack. So. Create the Warriors. Und jetzt müssen wir mal gucken in on the World Map, dass die Ilse gefangen. Was? Nee, brauche ich nicht. Ich habe doch schon Tutorials gemacht. Also mit Ruhe. Hier ist die Ilse gefangen. Die Frage ist, können wir da direkt. Ich mach das mal. Assign Attack. 76% Send Army. Alles klar. Da muss ich. Ja, brauche ich die anderen denn überhaupt noch? So, die Armee läuft los mit Marco. Marco Titus ist so ein mächtiger Name auch. Marco Titus, das ist auch einfach ein Name, der ist geschaffen dafür, Kommandant einer wilden Horde zu sein. Respektvoll, mächtig und stark. So, warum baut hier niemand diese Sachen da? Hier wird was gebaut. Alles klar. Das ist gleich fertig. So, hier müssen wir noch. Ey. So fertig oder nicht? Warten Sie bitte. Wieso geht das jetzt nicht? Jetzt, Doppelklick. Manager, Answeel. Answeel managt das jetzt. Und wir gucken mal eben auf die World Map. Wo bleiben unsere Truppen? Oh, was ist das? Ah, okay, das sind irgendwelche anderen Konstellationen. Wo bleiben die denn jetzt? Da! Da ziehen sie los. Marcus Titus. Währenddessen ist die zweite fertig. Ansuil wird auch hier Manager sein. Das ist gut, das ist gut. Das ist noch nicht fertig und das ist noch nicht fertig. Okay, dann let's go.
insufficient workers. Ist nicht gut. Die sind gleich da. How to make money. Ja, das... Das habe ich ja alles schon gelesen. Ich habe doch eigentlich Tutorial extra ausgemacht, weil wir das ja schon erschöpfend gespielt haben. Den Rest erschließen wir uns. So, da ist er, Markus Titus. Marco Titus. Und der Kampf. So, wir sind im Vorteil. Sieht gut aus. Ich schiebe mich mal wieder ein Stück rüber, damit ihr unseren Feind auch seht. Wir sind zu fünft. Ja, kommt ihr, das werden wir gewinnen. Battle on the map. Für die Kinder, für Rötzlingen, ja. Für Rötzlingen. So, da geht's los. Wir müssen natürlich unsere Leute auswählen und die dann da auch hinschicken. Jetzt begegnen die sich. Marco Titus und die wilde Bande. Oh, die können jetzt schon schießen. Geil. Oh, das ist ja hammergeil. Unsere Bogenschützen haben eine super Reichweite. Geil. Ich glaube, die Söldner hätte ich gar nicht gebraucht. So, komm, die haben jetzt aufgegeben, oder? Yay! So. Wir haben 3 gefangen genommen. Hier gibt es ein paar interessante Hinweise. Einige Wunden sind einfach nur oberflächliche Blutergüsse oder kleinere Schnittwunden. Aber tiefe Wunden können gefährlich sein. Oh, da können die Gangrene kriegen. Ein Charakter mit Gangrene ist unheilbar und will auf jeden Fall sterben. Gedigiert. Das heißt, um das zu verändern, brauchen wir Medikinalsalve. Medizinsalve. Ah ja. They do it on their own. No action on your part is necessary. Das ist gut. Ah ja, okay. Das heißt, solange wir da Heilsalbe im Lager haben, ist alles gut. Bandit Camp destroyed. Relations with neighbors plus 5. Attitude towards your matriarch plus 9. Loot 0. Warum? Weiß ich nicht. Aber... the hostage Mary Phantom Hive has been freed and will soon return to your city. Alright, alright, alright. Das hören wir gerne. Super gut. Dann haben wir doch jetzt vermutlich genau die dritte Butze fertig. Ansuil muss hier alles managen, aber das ist halt einfach dein Skill. So. Dann bauen wir als nächstes mal eine... Wo ist das denn? Library. Kostet 40 Holz. Wie viel Holz haben wir? Genug. 455 oder sowas. Okay, das heißt, wir bauen mal hier die Library hin. Sehr gut. Wichtig. Wir brauchen mehr Arbeiter. Ein bisschen faul hier. Ach, guck mal, wir können übrigens, mal ganz kurz, hier sind ja unsere Bewohner. Wo sieht man eine Übersicht? Kann doch bestimmt, also hier kann ich es leider, es muss doch eine Übersicht geben. Warum gibt es das nicht? Nektar dürfen die nicht haben. Ja, ich hatte gedacht, vielleicht sieht man hier und da, warte mal. Statistics vielleicht. Nö. Schade, es gibt keine Liste meiner Einwohner. Ich sehe das nur hier. Aber ich glaube, ne, ich kann die nicht. Sonst hätte ich die mal hier, guck mal, wir können die ja auch mal umbenennen. So, wer will denn noch dabei sein von euch? Wer will denn noch mal dabei sein heute? Wer will denn der Rotschopf sein? Dir. Fox. Guck mal an, alle haben es übernommen von dir jetzt. Du bist schuld. Deine Tippfaulheit hat dazu geführt. So, ich mache einfach hier First Come, First Serve. Adi the First. Das kürze ich ab, ja? So, Adi First. Oh, hat er das übernommen? Ja. Dann haben wir hier noch Zwivibor, das wird Antje. Ist natürlich eigentlich Quatsch, ne?
Aber komm, wir assume jetzt hier mal gar nichts. So, Antje. Und wen haben wir noch? Den hier. Da haben wir Higashi Dira. Ja, wir machen nochmal eine Lücke. Warte, so sieht's besser aus. Okay. Ich glaube, mehr haben wir erstmal nicht. Anzuvisionen zugange. Ja, wir haben ja noch die ganzen Soldaten, die kommen jetzt auch noch zurück. Aber ich glaube, mehr haben wir für den Moment mal nicht. Let's go. Die bauen jetzt hier erstmal unsere Rübenfarm. Ich glaube, dass ich diese Söldner gekauft habe, war eine dumme Idee. Kann ich denn irgendwen angreifen? Jetzt habe ich hier keine Banditencamps mehr. Achso, warte mal, kommen die jetzt mal nach Hause oder was? Oh, und hätte ich denen erstmal sagen müssen, ne? Mist. Ich hatte, glaube ich, vergessen, die nach Hause zu beordern. Marco Titus ist schon richtig pisst. Wir beschleunigen. Oh, die Rübenfarm ist fertig. Freelance Lord. They come from lords who left their family for some reason and did not join another. They come with the holy caravans and offer their services for holy rings. While waiting to be hired, they stand at the entrance of your hall. The contract will last for 10 days, after which the Lord will leave. They can be appointed for any tasks, teaching children, going on campaigns against bandits, inspecting buildings, trading and more. If a hired Lord becomes friends with your king, you will be able to invite him into your family and grant him a title. Das ist alles schon sehr viel. Ist sie das hier? She-Ra! Grant a title. Social wise conversation. Hire a lord. Ah ja. Wir hiren den Lord. Und, oh, 50% Discount. Kostet uns 7 Ringe. Ist sofort geheiert. Okay, hier, genau, alles klar. Und es ist unser Trader. Wir können hier ein bisschen traden, der ist auch da. Oh. Wer ist denn hier? Ansuel kann gerade nicht traden. Warum? Wahrscheinlich, weil du hier mit She-Ra. Oder was machst du gerade? Was ist das Problem? Ansuel, hast du zu viel zu tun? Oder wie, oder was? Was sollen die Flügel da? Du bist da. Hier findet das Gespräch statt. Deswegen kann er nicht einkaufen. Oh, She-Ra, ich gebe dir einen Platz in meinem Dorf. Ignen. Okay. Von nun an bin ich der treue Gefährte. So, Holy Caravan ist da, alles klar. Holy Caravan, Trade. Anzuil ist unser Trader. Und jetzt wird hier getradet. Anzuil hat alle Hände voll zu tun, das ist wirklich krass. Da geht er hin zum Trademann. Und jetzt können wir irgendwas kaufen. Wir haben nicht so viel Geld, aber ich glaube, diese Ringe sind immer was wert. Und vielleicht noch ein, zwei Waffen, ich weiß es nicht. Schwerter sind teuer. Oh Gott, sind die teuer. Keulen sind nicht so teuer. Ich finde, wir kaufen mal so ein paar davon. Weil irgendwie sind die ja wichtig. Und ich kaufe noch mal ein paar Keulen. Und was ist vielleicht, wie viel Essen haben? 184. Ja. Okay. Super viel gekauft. Stark gemacht. Hast du gut gemacht, Anzuil. Gute Leistung. Sind wir uns einig geworden? Hammer. Gut. Was ist mit She-Ra? Was kann sie machen? Die ist jetzt erstmal bei uns in jedem Fall. Educate. Social. Play dice. Challenge to a duel. Spend time. Spend time mit Anzuil.
Nee, warte mal. Ist Ansel nicht verheiratet? Mit Mary? Ja, dann machst du mal mit Marco. Machst du mal hier eine schöne Konversation mit Marco. Vielleicht verheiraten die sich ja. Das wäre doch ganz cool. Also, was ist hier los? Oh, warte mal. Mir fällt gerade was ein. Ich habe doch jetzt diese Armee. Sollte ich den jetzt wieder auflösen? So. Weil die sollen ja was anderes machen. Die sollen gar nicht kämpfen. Ist die jetzt aufgelöst? Ich hoffe doch. Ja. Sieht gut aus. Oh, guck mal, sie kann auch kämpfen. Was ist eigentlich ihr Ding? Mana, Straight. Oh, sie hat auch Combat. Oh, krass. She-Ra, Alter. Der Name She-Ra ist ja perfekt. Der passt ja einfach nur gut. Den können wir eigentlich nicht ändern, den Namen. She-Ra. So, warum wird hier nicht gebaut? Wir brauchen Holz. Wir haben sehr viel Holz. Bitte. Bauen Sie jetzt. Oh, hier. Wir brauchen natürlich noch jemanden, der hier ein bisschen managen kann. Und Marco macht das jetzt mal. Marco kann hier auch mal managen. Jetzt gibt es keine Rüben. Aber erst nachdem ihr beiden euch hier mal unterhalten habt. Wer weiß, vielleicht werdet ihr eines Tages nicht nur Worte teilen, sondern auch noch mehr als das. Das wäre ja schön. Wie sieht denn hier die Moral aus? Ist irgendwer unglücklich? Nö, ne? Sieht gut aus. Und wir müssen neue Häuser bauen und so eine Prison-Baracke. Housing. Peasants House, Dormitory for 10 Peasants. Und ein Lord's House. For one Lord. Ugh. Shit. Das heißt, wir haben jetzt 4 Lords, also sie weiß ich nicht, aber Pain from Injury, Mild Loneliness. Die sind doch verheiratet. Oh, ist das traurig. Die sind verheiratet und leiden beide an Einsamkeit. Das ist natürlich wirklich traurig. Sind denn die hier alle voll? Ah, nee, das sind hier auch Lords. Okay, wir haben 3 Lordshäuser. Das ist gut. Frage ist, ob sie ein Lords... Ja, sie braucht auch ein Lordhaus. Okay, wir müssen leider ein weiteres Lordhaus bauen für die Frau da. Weiteres Lordhaus. Und ich glaube, wir müssen noch ein... ja, wir müssen noch ein Dormitory bauen. Was ist das denn hier? Das ist doch ein Dormitory. Ja, das ist ein Dormitory, genau. Das müssen wir jetzt bauen. Sonst wohnen die alle auf der Straße. Das wollen wir nicht. Dann... So. Eine Menge Bauprojekte, ne? Was macht ihr denn? Hauen die jetzt ab, oder was? Leaving the settlement. Ey, die hauen einfach alle ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute hauen ab. Das ist ja einfach nur lächerlich. Ihr müsst bauen. Die sind einfach alle abgehauen. Weil ich nichts hatte für die. Vielleicht, weil die nirgendwo leben konnten. Das ist ja wirklich schade. Die schlafen auf... Ja, das ist nicht meine Schuld. Ihr baut ja das ja einfach nicht. Was ist denn das Wichtigste? Das vielleicht ist das Wichtigste. Build this first. Lordhaus ist egal. Aufstehen! Guten Morgen! Oh, jetzt regnet es auch noch und die können nirgendwo leben. Gibt kein Schafott im Dorf, ne? Ja, stimmt. Wir müssen ein Schafott auch bauen. Aber das müssen wir erstmal dann auch forschen. Ja, ja, erstmal müssen wir hier die Library fertig kriegen. So, das ist wichtig hier, dass da weniger Leute homeless sind. Das ist verdammt wichtig.
10 von 10, 19. Okay, das passt erstmal. Das ist sehr, sehr wichtig. Holz ist bei 100, nee, bei 355, das sieht gut aus. Wir haben auch 95 Rüben. So, warum arbeiten die nicht? Da, jetzt bauen sie das. Sehr gut, da kann die gleich einziehen. Oh. Jetzt ist sie aber nicht mehr homeless, oder? So, Shira. Shira. Und nicht mehr homeless. Geil. So, was können wir denn Gutes für sie machen? Craving for excitement. Ja. Craving for excitement. Wir müssen irgendwas mit ihr machen. Ja, sie muss mal Action kriegen. Oh, sie mag Unreal nicht. Sie mag Unreal nicht. Das heißt, sie muss mal Wolfhunting gehen mit Unreal. Wolfhunting mit Unreal. Wehe, du blamierst dich, Unreal. Wir wollen uns bei Shira einschleimen. Wehe. Ich hätte ihnen Essen und Unterschlupf anbieten sollen, damit sie für dich arbeiten. Ja, Mist, habe ich nicht gemacht, ha? Huh? Ja, man lernt ja nicht aus. Unreal praised Shira. Heading meaningful conversation. Ja, sehr gut. Das ist doch toll. Was ist hier mit der Bücherei? Sie ist fertig. Achtung, Achtung. Bücherei ist fertig. Wir fangen an mit Ryfield. Learn. Und natürlich macht es Mary. Mary lernt. Und dann. Oh, a special recipe for braised rutabaga. That prevents death from rutabaga typhoid. Ah, okay, das ist. Was können wir hier machen? Irgendwas schreiben. Eine Mine. Hey, es macht alles sie. Sie lernt erstmal alles. Okay. Dann weiter geht's. Shira. Ja. Oh, der hat Hunger. Haben wir nichts mehr zu essen? Doch, wir haben die Rüben. Aber die Rüben sind nicht bekömmlich, leider. Aber wir haben sehr viel noch von diesem Flour, von dem Mehl. Das musst du eigentlich, kann der doch keinen Hunger haben. Ah, was? Wie jetzt? Ach so, Unreal kämpft gegen den Wolf. Ah, Unreal. Holt die Keule raus und kloppt den Wolf tot. Wir sind live bei der Jagd dabei. Wie stellt Unreal sich an? Oh ja, guck mal hier, Keule an Keule kämpfen die. Also eine gemeinsame Jagd, die schweißt doch zusammen, oder? Gibt auch Erfahrung. Oh, die Kämpfer sind angekommen. Unreal und Mary Phantom have going on a date today. Geil. Date night. Aber erstmal wird Shira bezirzt. Aber was kann der Wolf eigentlich alles ab? Gott, Unreal ist verletzt. Er hat Hunger. Nein! Die Waffen sind zerstört. Aber der Wolf ist tot. Und jetzt? Successful Hunt. Yes. Jetzt ist sie auch nicht mehr gelangweilt. Craving for excitement. Du hast gerade einen Wolf bekämpft. Ah, sie ist auch nicht. Sie ist schwer zufriedenzustellen. Sie ist sehr schwer zufriedenzustellen. So. Wie sieht's aus mit Lernen? Wann bist du da fertig? Wann weiß man das? Wie lange das dauert? Gibt es dann einen Fortschrittsbalken? Ja, da. Oh, das dauert lange. Verstehe. Hättet ihr das Unreal zugetraut, dass der so fest zuschlagen kann? Ich nicht. So, ich habe jetzt diese viel zu teuren Söldner bei mir im Camp, die nichts machen. Die sind einfach jetzt da und machen nichts. Vielleicht sollte ich dann mal so eine Patrouille aufstellen. Eine Night Patrol.
Wo machen wir das am besten hier? Zwei Guards. Und Night Patrol. Damit hier niemand auf die Idee kommt. So, She-Ra geht's ganz gut. Ihre Mut ist okay. Mein Wunsch ist ja, dass er mit ihr ein bisschen... Oh, Mary ist zu früh. Einfach mal spend time. Spend time mit She-Ra. She-Ra. Was müssen wir noch bauen? Ach, das können wir noch nicht bauen. Das haben wir schon. Die Brewery. Dafür brauchen wir... Was brauchen wir denn dafür alles? Oh, was ist ein Den? Oh, da wird Nektar verkauft. Market haben wir ein... Ah, Altar brauchen wir auch. Das brauchen wir auch. Ein Warehouse. Haben wir noch kein Warehouse? Okay, wir brauchen auf jeden Fall sowas. Und was ist mit einem Warehouse? Haben wir das noch nicht? Ah, das sollte dann hier eher so in diese Richtung. So. Ist das noch im... Nein, nicht, dass sie da klauen gehen. Ja, du wirst verkuppelt, Marco. Absolut. Aber freu dich, das ist eine gute Partie. Tote Joke, guck mal. Die ist gut drauf. Oh, es gibt einen Report. Economic Report. Ja, sieht doch ganz gut aus. Insufficient Workers, Night Patrol. Aber wieso? Ich habe doch die beiden Warriors jetzt. Warum kann ich die denn nicht auswählen? Wir sind for the Night Patrol. Ich dachte, die können das vielleicht machen. Warum macht ihr das nicht? Ihr seid doch Warriors. Ich will jetzt keine Armee aufstellen. Ich will echt, dass die das machen. Lungern die hier einfach so rum. Verbrauchen Geld und machen nichts. Das war eine dumme Investition tatsächlich. Sehr ärgerlich. So, es ist Nacht. Wir werden die Nacht ein bisschen beschleunigen. Oh, warte mal. Was ist denn hier los? Wer seid ihr denn? Scheiße. Das ist doch noch ein bisschen Platz. Wir müssen sofort ein weiteres Haus bauen. Eine weitere Dormitory. Das ist so ungefähr von der... Ja. Bauen Sie sofort morgen früh als erstes die Dormitory. Und zwar Build This First. Ob mir der Stuhl auf der Gamescom gefallen hat? Doch, der war sehr bequem, kann ich nichts Negatives zu sagen. Die Sonne geht auf. Die Sonne geht auf. Wie sieht das hier aus mit... Wollt ihr beide nochmal Zeit miteinander verbringen? Ja, schon, oder? Social. Play Dice. Nee. Basic. Level Knowledge. Ach so, Knowledge Transfer. Nee, wir wollen einfach Zeit miteinander verbringen. On the Skill of Manners, okay. Aber wie wäre es denn, wenn die beiden mal Wolf Hunting gehen oder Successful Hunt? Kann die noch eine zweite? Hey, die sollen einfach Mary. Oh.
Warum geht das nicht? Wieso kann sie nicht She-Ra? Ey. Geht das noch nicht? Okay, dann. Ach, geht auch nicht. Ah, okay, man kann das nicht so oft machen. Seduce. Geht immer noch nicht. Mist. Dann müssen wir Wohlfahrtding machen. Ihr geht jetzt gemeinsam auf Wolfsjagd. Verkackt es nicht, Marco, hä? Ansuil hat einen Wolf erlegt. Ich hoffe, du kannst da mithalten. Wir beschleunigen. 96%, 99%. So, geil. Jetzt machen wir Pause, denn wir haben jetzt Ryefield und Mill erlernt. Das heißt, wir gehen mal auf Resources und werden sofort das Ryefield hier bauen. Wo ist denn der beste Platz? 98%. Oh, hier ist 100%. Ja, aber es ist natürlich nicht. Aber nur eins. So ist gut. 100%. Okay. Da bauen wir das Ryefield. Und dann brauchen wir vermutlich noch eine Mühle. So sieht's aus. Und die Mühle bauen wir dann direkt an das Ryefield Run. So. Und die Brewery müssen wir auch nochmal bauen. Aber jetzt haben wir schon so viele Bauprojekte offen. Jetzt lassen wir die erstmal fertig bauen. Ach, entschuldigen Sie bitte. Jetzt gehen wir nochmal in die Knowledge Library hier rein. Und das haben wir doch schon gelernt. Als nächstes machen wir mal Hopfen. Learn. Mary learned Hopfen. Okay. Hier, die gehen auf ihre Wolfsjagd, die beiden da. Guck, die suchen sich jetzt einen Wolf. Na, wo ist der Wolf? Ah? Gibt's keinen Wolf mehr? Da ist er. Yes. We have started the Flash Wolf Attack. So, zeig mal, was du kannst, Marco und She-Ra. Die sind ja beide eigentlich sehr begabt, was so Kämpfen angeht. Er hat 6 und sie hat, glaube ich, sogar, ja, sie hat sogar 10. Da erwarte ich mir jetzt einiges. Dartnob, okay. Sie hat, aber das hat gar nichts gebracht, leider. So, wirklich. Aber sie, ich glaube, dass sie sich ganz gerne mögen mittlerweile. Kann sie denn auch jemanden bezirzen? Oh, Esch. Okay, sie kann Ansui. Nee. The performer has a very low loyalty to present this task. Ah, okay, die Loyalität muss noch ein bisschen höher werden. Was passiert denn, wenn ich auf ihn gehe? Kann er das machen? Seduce? Nee. Warum? Sie mag ihn einfach nicht. Marco, du bist nicht so beliebt. Du musst mehr dich ins Zeug legen. Du musst dich mehr ins Zeug legen. So, das ist gleich fertig, das Weizenfeld. Sehr gut. Da brauchen wir einen Manager. Das macht Marco. Ist ein guter Manager. Oh, hier. Das ist eine Aufgabe für Marco. Das Warenhaus ist auch fertig. Das ist hier fertig. Der Altar. Was ist denn hier? Schläft die da oder was? Steckt sich da? Was ist das denn? Ist doch nicht. Ja, läuft, 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 läuft. Zweiter Tag erst, aber ich habe das Gefühl, wir kommen hier richtig voran. Wir müssen als nächstes bauen wir die Brewery. So. Ja, sieht doch ganz gut aus.
Oh, da kommen neue Leute. Hier, was ist das? Warte, warte, wer seid ihr? Wollen die hier mit einziehen oder wo kommen die her? Kann man denen was anbieten? Trades? Das sind Prisoners. Ach, die kann ich kaufen oder was? Ach so, warte mal, kann das, die gehören zu dem Ghost to Caravaneer. Die kann ich kaufen bei dem Typ. Sehe ich das richtig? Ich glaube, ich kann Prisoner kaufen. Deswegen sind die auch vorhin abgedackelt. Da, guck mal genau. Ah, so sieht das aus. Was kosten die denn? Ich habe nicht so viel Geld. Ich mache 46 Miese. Das geht nicht. Kann ich Leute verkaufen? Lol, guck mal. Haha. Ich kann auch Leute verkaufen. Final Price. Mach ich aber nicht. Habe ich stattdessen irgendwas anderes, was ich verkaufen will? Oh Gott, was hat der für Bücher hier? Construction of Temple, Herbalist, Teaching, Language Speaker Shira. Was haben wir noch? A Fanatic. Oh, allows the construction of a scaffold. Oh, Prison Ward. Das ist auch gut. Das kaufen wir. Und das kaufen wir. Gekauft. Jetzt haben wir müssen echt aufpassen. Ich mache zu viel Miese. Oh, warte mal, vielleicht kann ich ein paar Möhren verkaufen. Trade. Ich verkaufe ein paar Möhren, ich brauche Geld. Ich habe 125 Mehl, ich habe jetzt Weizenfeld erforscht. Ich kann diese Drecksmöhren verkaufen. Wo sind die denn? Eine Mark bekomme ich nur. Scheiße. Wie kann ich das erhöhen? Marke, also die Sättigkeit des Marktes. Ah, Mist, okay. Demand for product every day 18. Das heißt, ich kann ja nicht so viel verkaufen, dann mache ich weniger Geld. Oder wie oder was? Ne, warte, 92 steht doch da. Ne, ich verkaufe jetzt 92. Da steht 92. Ich muss ein bisschen Geld machen. So, da jetzt. 92. Kriege ich ein bisschen Geld. Das war jetzt wichtig. Kleine Finanzspritze. Diese Möhren sind liederliche Möhren. Niemand mag die essen. Und die Gefangenen kaufe ich aber auch nicht. Was ist hier los? Warum gibt es hier Ärger? Keine Ahnung. Die stehen einfach da rum. Daily Statistics. Oh, wir brauchen. Ja, okay. Severe Hunger? Warum? Nein. Das ist Quatsch. Das ist auf jeden Fall eine Lüge. Hopfenfeld können wir jetzt bauen. Habe ich noch andere fruchtbare Ecken? Hier, ja. Dann machen wir noch ein Hopfenfeld. Und ich hätte schon Interesse daran, noch ein zweites Ryefield zu bauen. Wir müssen einfach Essen haben. Essen ist das Wichtigste. Oh, hier fehlt ein Manager, oder was? So. Wer bist du denn? Waiting to be hired. Hire a free lord for 10 days. Boah, 14 Ringe.
14 Ringe. Wir haben nur 20. Was bringt der mir? Was machst du denn? Was kannst du denn überhaupt? Zeig doch mal, was du kannst. Da. Management 2. Oh, das ist ja richtig schlecht. Manners. Persuasion 11. Sharptongue Gambling Addict. Reckless. Pff. Ne. Man muss auch nicht jeden bezürzen hier. She-Ra ist mir wichtig. She-Ra will ich haben. Was ist los mit She-Ra? Important Persons. Yes, Marco Titus ist schon bei plus 40. Wir müssen nur noch 10, dann können wir ein Date machen. Wir müssen die Beziehung zu Marco Titus noch um 10 verbessern und dann gibt es ein Date. Und das ist geil, weil wenn die heiraten, dann bleibt die bestimmt dauerhaft bei mir. So, hier, Marco, du musst sofort Date Night machen. Das ist schon 51. Also Social, Spend Time mit She-Ra. Und wenn das nicht klappt, dann weiß ich auch nicht. Da wird es gleich eine Hochzeit geben, Freunde. Marco Titus comforted She-Ra. 41 nur? Das ist zu wenig. Zu wenig. Wir müssen noch ein bisschen die Beziehung pflegen. So wie zum Beispiel PWD Shadow das macht. Vielen Dank für den Support. Splatter 77, The Real 5. The Coconut Club. Oh, habe ich das denn verpasst? Hukus Pokus. Doch, das habe ich doch noch gesehen. Oder? Ja. Danke für den Support. Zeit ein bisschen langsamer laufen lassen. Wir müssen... Ah nee, das ist noch nicht fertig. Wie sieht das aus? Auch noch nicht fertig. Jetzt regnet's. Wir müssen ein Date. Auch ein Date. 39, das wird immer weniger. Warum? Need for Sex. Wir müssen was unternehmen, Leute. Sie kann ja auch mal ihn fragen, ob sie... Vielleicht noch mal ein bisschen Wolfhunting gehen? Nee. Ah doch, muss gleich funktionieren. In 0 Stunden, ja doch, komm mal einmal kurz. Zack. To speed up the construction of the city built additional warehouses. Ja, warte. Erstmal jetzt kann sie ihn mal einladen. Es kann ja auch nicht sein, dass immer nur er derjenige ist, der das machen muss. So. After the hunt, both participants gain a lasting social thought. Hunted together. Plus 21. Yes. Yes. Okay, let's go. Let's go, let's go. She-Ra zieht sich schon den Anti-Wolf-Helm an. Und jetzt stolziert sie selbstbewusst rüber zur Hütte von Markus. Marco Titus, der auch schon seinen Helm auf hat. Hey, Marco, wollen wir beide wieder auf die Wolfsjagd gehen? Ah, nichts lieber als das. Lass uns gemeinsam in den tiefen, dunklen Wald und wer weiß. Okay, sehr gut. Ich rieche ein Date. Ich rieche eine Hochzeit. Ich rieche Nachwuchs. Ich rieche eine mächtige Dynastie. Warum bauen die so langsam? Ich bin unzufrieden mit der Langsamkeit, mit der gebaut wird. Was ist hier mit Fragezeichen los? Hängt die fest? Was ist los? Ihr dürft euch bewegen. Warte. Die arbeiten da. Und die warten vielleicht auf Anweisungen. Aber wir können nicht. Weil er ist... im Kampf. Wo ist der nächste Wolf? Wir rotten die ganzen Wölfe aus. Das ist auch ein bisschen traurig. Da, jetzt geht's los. Wolfskampf. Hier. Jetzt versteckt der Wolf sich im Busch. Das ist ja sogar ein Sägezahnwolf. She-Ra ist ja eh, die ist so kampfbegabt. Das würde mich sehr wundern, wenn die nicht demnächst auf 11 kommt. Weil die hat auch so einen Stern. Und er lernt auch. Huch, was ist das? King's Ambitions.
Der König entscheidet, dass es Zeit ist, zu verkünden, welche Ambitionen die Zukunft der Familie bestimmen sollen. Conqueror, Power leads to the prosperity of the dynasty, add three vessels to your kingdom. Also, ihr könnt drei Vasallen hinzufügen, dann gibt es noch den Unifier, den Vereiniger. Nur dadurch, dass man sich gegenseitig hilft, bleibt man stark. Wir können die Allianz freier Städte auf drei Provinzen erweitern. Fruchtbarkeit. Je mehr Bevölkerung man hat, desto stärker ist man. Wir können die Bevölkerung auf 72 Leute erhöhen. Oder Wirtschaft. Die Wirtschaft entscheidet alles. Achieve daily production of goods worth 1600. Wow, okay. Das ist ja alles ganz schön ambitioniert tatsächlich. Also, was ist denn am ehesten stemmbar? Daily production 1614 finde ich schon krass. Aber wann habe ich das erreicht? Achieve daily production of goods worth, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel 400 Weizen herstelle und ein Weizen hat einen Wert von 3, dann habe ich 1200 Gold, oder wie darf ich das verstehen? Nicht so einfach. Unsere Dates bestehen zu 66% aus Wolfsjagd, das stimmt. Da hast du völlig recht. Ja, Conqueror ist ja vielleicht gar nicht schlecht. Oder Unifier. Was ist das einfachste? Fertile. 72 Leute ist. Wir machen mal das. Ich akzepte das. So, erstmal muss hier der Wolf zerschlagen werden. Da hagelt es Erfahrungspunkte. Yay! Und sie freuen sich. Sie reden miteinander. Und jetzt muss doch das Verhältnis besser sein. 63. Oh! Jawohl, es ist grün. Action, social, seduce, Shira. Da 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 da. Oh yes! Oh yes, es funktioniert. Seducing ist erfolgreich. Geilo. Ja, Wolski. Die Liebe ist da. Ja, level up. Liebe levelt up. Die Liebe hat abgelevelt. Und da wird schon gefummelt. Was genau ist gelevelt worden? Ich weiß es nicht, aber jetzt kann man... Oh, sie schleppt jetzt den Wolfskadaver mit nach Hause. Das macht die zum ersten Mal. Sie ist nicht mehr grün. Warum schleppt sie denn... Guck mal, das hat sie doch vorhin nicht gemacht. Kriegen wir dann irgendeine Ressource dadurch? Wolfskadaver plus 1? Ich weiß es nicht. Finde ich aber gut. Schleppt man nach Hause und dann heiratet ihr. Am Wolfskadaver kamen sie sich näher. So, Marco Titus muss jetzt mal ein bisschen seiner Arbeit nachkommen. Hier, der muss den Leuten mal sagen, was Phase ist. Der kommt gar nicht dazu. Jetzt hat er das gemacht. Jetzt muss er hier nochmal... Hey, sollt ihr gefälligst... Hey, was macht ihr denn hier? Ein paar Ansagen tätigen, okay. Das zweite Freifeld ist fertig. Da appointen wir natürlich... Die können das alle nicht. Irgendwer muss auch mal was machen. Ja, komm. Also Shira kann auch mal was machen. Die ist einfach komplett... ohne jede Tätigkeit. So, und jetzt kommt Marco und sagt aber mal Folgendes. Solange das alles da ist. Mary? Ah, geht noch nicht. Warum? Warum können wir den... Mal gucken, ob das klappt.
Oh. Was? Ansel und Mary spending time in bed. Ansel und Mary spending time in bed. Da hatte ich aber nicht gesagt, dass das okay ist. Wird hier irgendwas gemacht gerade? Naja, das will ich denen ja nicht nehmen. Sollen die das erstmal zu Ende machen? Kann ja hier lange dauern. Wusste ich's doch. Ansel praised Mary. Warte mal, war da ein Date gerade? Guck mal hier, die sind ja total verliebt. Wo ist das Date? Shira und Marco gehen auf ein Date. Nee, auch. Naja. Ready to go on a date. Die sind ready to go on a date, aber. Da steht ja nur seduce. Haben die das schon gemacht? Mach das nochmal. Oh, sie ist schwanger? Wo steht das? Da! Geil, Mary is pregnant with Anzuils child. Ja, nice. Gratulation, Gratulation. Gratulation. Ich verkünde hiermit, dass ich schwanger bin von Anzuil. Wir erwarten ein Kind unbekannten Geschlechts. Das ist natürlich eine große Neuigkeit. Das ist eine große Neuigkeit. Alle freuen sich mit uns. Das ist schön. Shira macht gar nichts. Hat die jetzt mal ein Date gehabt mit ihm oder was? Die mag den Ansel überhaupt nicht, ne? Oh. Die mögen sich nicht. Die müssen auch mal Zeit miteinander verbringen. Da muss die Beziehung muss gekittet werden. Ich verstehe nicht, warum die nicht heiraten wollen. Da, Action. Do it. Seduce sie. Wurde sie schon seduced? Ich kann es euch nicht sagen. Warum hat er denn hier so... Was hat er denn... Was soll dieser Totenkopf da die ganze Zeit? Was ist mit dem? Nebramon. Trades, ist der obdachlos? Warum? Da sind doch noch Häuser. Wir haben noch mehr als genug Häuser. Du kannst einfach irgendwo einziehen. Das hier brauche ich, ne? Prison Ward. Peasants House. Wir können ja mal so kleinere Häuser noch bauen. Vielleicht für Leute, die nicht so Bock haben auf viel Gesellschaft, können dann ein bisschen eine Familie gründen oder so. Mary, ja, pregnant, genau. Ich verstehe nicht, warum die nicht jetzt einfach mal Liebe machen wollen. So, hier muss noch jemand ein Manager sein. Wer hat denn... Mary hat noch gar nichts, aber die ist auch schwanger. Kann man schwanger Sachen managen? Komm, Marco kann das noch machen. Und wir müssen hier was... Knowledge. Wir müssen Knowledge machen. Und zwar machen wir... Das. Keeping prisoners. Learn. Mary. Mary muss lernen. Das ist wichtig. Was ist jetzt hier mit dem Date? Oh, der schläft nicht. Warum? Zu viel zu tun? Severe Sleep Deprivation. Warum?
Jetzt wird erstmal geschlafen. Has a friend. Joy of Foolishness. Muss mich auch um die anderen natürlich kümmern, ne? Aber ich will ja schon, dass da jetzt was geht. Dass die sich lieben. Was ist mit der Mühle? Oh, The Emperor's Dream. Heute erschien mir der letzte Emperor Maximilian. Die geliebte Familie hat mich betrogen. Sie haben sich von dem Covenant der Mutter Sophia entfernt und wollen den Crimson Thron erobern. Deine Familie, meine Nachfahren und dein Schicksal, die Kirche herauszufordern, meine Burg wieder einzufordern und ein neues Imperium aufzubauen. Aber zuerst musst du Norland vereinigen. Mit dem Schwert oder mit der Feder. Es scheint, als habe ich einen Zweck in unserem Haus entdeckt. Ja, ihr wisst, was ich meine. Vereinige 15 Provinzen unter deiner Kontrolle, entweder als König oder als Vasallenstaat oder als eine Union freier Städte. Und proklamiere dich selbst als neuen Imperator und fordere die Inquisition der Kirche heraus, um den Stein des Glaubens zu ergaunern und untermauere deinen Anspruch für den Crimson Thron. So ungefähr. Ah, Shira, also macht Shira hier eigentlich gar nichts oder was? Warum ist sie denn so faul? Shira soll nicht faul sein, die soll jetzt mal was machen. Die soll sich beteiligen, die macht gar nichts. Erste Klasse Übersetzung. Meinst du erste Klasse Übersetzung oder erste Klasse Übersetzung? Das kann eine Beleidigung oder ein Kompliment sein, Robotermann. Gibt's denn schon ein Kind? Ich habe nicht mitbekommen. Sobald der König einen Sohn bekommt, ist das Erbe bei ihm und damit hinfällig, ob der Bruder des Königs sich fortgepflanzt hat. Ja, ich will einfach nur eine große Dynastie haben. Oh, Marriage! Was? Ja. Oh, das ist ja... Man kann hier wirklich auch... Das ist ja lustig. Man, das ist genau wie bei Crusader Kings. Man kann jetzt... Das ist ja so lustig. Schau mal. Man kann jetzt original auch in die Familien anderer Regionen einheiraten. Ich könnte jetzt irgendjemanden nehmen, hier Wolfhunting, und dann könnte ich zum Beispiel sagen, hier, Marco, wird Zeit, dass du mal was machst. Und die andere Shira lässt sich hier leider zu lange bitten. Das ist wirklich genau wie Crusader Kings. Das ist ja wirklich geil. Das machen wir jetzt aber noch nicht. Hat das eigentlich auch einen Multiplayer, wenn es fertig ist? Das wäre ja schon ziemlich nice. Die anderen Linien reinheiraten und ihnen das Erbe streitig machen, ja. Ja, why not, ne? So. Oh Mann, sie sind nur noch 50. Wir müssen noch irgendwo, du musst mehr Zeit mit ihr verbringen. Muss ja nicht immer jagen gehen. Man kann ja auch einfach mal so eine gute Zeit miteinander haben. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon miteinander im Bett waren. Kann ich euch nicht sagen. So, jetzt kann mir keiner mehr erzählen, dass er obdachlos wäre. Was ist denn mit euch eigentlich? Wieso sind die denn pisst? Was fehlt dir denn? Hunger, Holy Sophia has forsaken me, Morad Fatigue. Ja, dann schlaf doch. Ja. Wie sieht das aus mit der Erforschung? Oh, ist auch bald fertig. Dann können wir so ein Gefängnis bauen.
Oh, guck mal hier, Roadtime. To Workplace to Warehouse. Das ist auch sehr gut. Also es spielt tatsächlich auch eine Rolle, wie man das anordnet. Und wie weit das Warehouse ist. Interessant. Man sollte mehrere Warehouses bauen, vermutlich. Oh, was ist das? Problems. The peasants are too tired. Oh, die brauchen mehr Alkohol. Ah, okay, und wir müssen denen genug Geld geben. Nee, warte. Wo war das Finanzmenü da? Also, pass auf. Wages, die kriegen 5 Gehalt. Und... Ah, okay, das Bier ist zu teuer. Haben wir denn überhaupt Bier? Welches alkoholische Getränk haben wir denn überhaupt im Angebot? Gar keins. Doch, Bier. Ja, das Bier ist zu teuer, weil die verdienen 5 und können sich das ja nicht leisten. Also ich mache das Bier jetzt mal billiger. Damit die sich alle da mal einen reinkippen können. Ich könnte denen auch mehr Geld geben, aber das will ich nicht. Ich mach lieber das Bier günstiger. Das muss doch jetzt was Gutes sein. Prisoners are starving. Oh, okay, wir müssen den Prisoners... Oh. Die dürfen essen. Lass sie doch essen. Da muss doch keiner hungrig sein. Oh. Wir können unsere Holzfälle upgraden. Das ist natürlich cool. Da. Nee. Wo ist das Upgrade? Da, Upgrade. Kostet 15 Holz. Ja, das können wir uns leisten. Ja. Wir graden ab. Wir graden ab. Upgrade. So, sehr schön. Bisschen Holz investiert. Wie sieht das aus mit der Liebe? Oh, da ist ein Herz. Da wird geliebt gerade. Oh, was ist los? Shira und Marco. Die Liebe hat Einzug gehalten. Ja, Wolski, guck. Ja! Ich wusste es doch. Da geht was. Nicht zugucken, klar, Marco. Natürlich, da gehen wir mal ganz dicht rein. Nice ein Stein. Da ist die Liebe. Da ist die Liebe und wenn die fertig sind, hoffentlich hat das gut funktioniert, dann können die auch heiraten. Müssen sie eigentlich. Wie lange geht denn das? Die sind ja richtig ausdauernd. So, dankeschön. Und jetzt? Seid ihr jetzt. Jetzt beklag dich nicht darüber, dass du müde bist. Craving for excitement. I have been used? Was? Sie sagt, I have been used? Ach komm. Shira und... Ja, das ist, die mögen sich doch. Trader. Brauchen wir irgendwas vom Trader? Nö, oder? Wir müssen zusehen... Also eigentlich müssen wir ein bisschen Geld verdienen. Tatsächlich. Können wir ein Bier verkaufen? Klar interessiert mich das Königspaar, aber die sind ja in Liebe miteinander. Aber hier muss ich ja erst was aufbauen. Können die jetzt mal heiraten dann? Warum denn nicht? Sie kann nicht. Spend time. 14 Stunden. Ich glaube, die müssen nochmal einen Wolf jagen gehen gemeinsam. Ja, wie sieht das hier aus? Keeping Prisoners haben wir doch gemacht. Ist es fertig?
Warte. Construction. Ja, Prison Ward. The Prison Ward. Na, wo kommt das denn hin? Hier wohnen die Lords. Wir wollen doch nicht bei den Lords die Prison Ward haben. Lieber weit weg. Aber da müssen wir auch patrouillieren dann, ne? Tja. Nehmen die Bücherei. Vielleicht einfach hier so. Da können die dann wohnen. Wie viele Leute? 30 haben wir schon. Guck mal, hier ist super viel Platz. Warum sind die denn pisst? Was ist dein Problem? Die sind so müde, dann hol dir mehr Bier. Hol dir einfach mehr Bier. Dann können wir jetzt nochmal, ach so, dieses Scaffold können wir nochmal lernen. Und ich weiß nicht, warum, ah, die trinken Bier. Okay. Vielleicht sollte ich es auch jetzt nicht zu sehr forcieren. Ey! Toro! Was geht ab? Das ist die Demo, Toro. Hast du gedacht? Hast du gedacht, hä? Nee, ist auch nur die Demo. Also, ich glaube, wie viel? 25 Tage oder so, ne? Darf man, also 25 Ingame-Tage darf man spielen. Ich war kurz schockiert. Nee, keine Sorge. Leider habe ich keinen exklusiven Zugang zur Vollversion erhalten. Hast du es denn auch schon gespielt? Ist nice, oder? Eine sehr coole Mischung aus Crusader Kings und RimWorld. So, ja, die Zeit sprudelt vor. Ich hab's auf dem Schirm, ja. Seit gestern kann man das spielen. Oh. Moonshine. Können wir noch gar nicht machen. Brauchen wir... Klar können wir Moonshine machen. Wieso machen wir denn keinen Moonshine? Wir brauchen... Das ist doch hier so ein richtig harter Scheiß, oder? Das können wir doch auch sonst verkaufen. Wunderbar. Bier und Mehl machen wir ohne Ende. Machen wir Moonshine. Wozu habe ich diese hässlichen Rüben alle? Und wir brauchen, glaube ich, noch eine zweite Mill. Vermutlich brauchen wir für jedes Feld eine Mill. Weil wir haben einen Überschuss von Weizen. Und das ist ja Quatsch. So, machen wir nochmal eine zweite Mill hin. Ist das die Demo von damals oder eine neue, fragt Bohnenkrautsaft? Weiß ich nicht genau. Also ich habe sie, seit gestern ist sie spielbar. Also das ist schon jetzt eher was Neues. Die werden ja natürlich auch weiter dran gearbeitet haben. So, hier gibt es noch irgendwelche Meldungen. Oh, 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 wat? Marco Tis, it's time for the Lord to marry. Your Lord Marco Titus is still not married and has not produced offspring. Ja, ja. I know. Jetzt könnte ich natürlich in ein anderes Haus einheiraten, aber ich bagger jetzt hier schon die ganze Zeit, baue ich an dieser Beziehung zwischen diesen beiden und die wollen einfach nicht. Ich weiß nicht warum. Warum können die denn nicht? Ich kann auch Ansyl verführen. Ja. Ich probiere es noch ein letztes Mal. Und wenn die beiden einfach nicht in den Bund der Heiligen Ehe miteinander eintreten wollen, dann suche ich mir jemand anderen. So einfach ist das. So, hier ist unser Gefängnis.
Ist das noch innerhalb? Nö. Da müssen wir auch wieder einen. Ne, müssen wir da einen Manager? Warden. Marco Titus performing the task seduce. Komm, Shira. So, jetzt gehen die wieder da in das gemeinsame Bett. Ja, sie ist auch interessiert und so. Freut sich auf das Date. Die beiden, ne? Das wäre auch wirklich traurig, wenn die nicht zueinander fänden. Aber auch ein Stück weit selber schuld. Warum haben wir keine Manager drin? Oh, der hat 16. Puh. Krass. Bonus minus 21? Warum? The peasants are too tired. We need barracks. Ah. Build more barracks. Kann ich denn... Oh, tatsächlich. Ich habe keine Barracks gehabt. Das geht natürlich nicht. Aber die Barracks direkt neben dem Gefängnis finde ich eigentlich ganz praktisch. So, was ist jetzt hier los? Wird hier seduced? Nö. Achso, das ist schon vorbei, das liebe Spiel. Was ist denn jetzt mit heiraten? Socials, Mary. Die können einfach nicht heiraten. Das ist nicht möglich. Ich kann die nicht heiraten. Ich weiß nicht warum. Was ist das Problem? Muss die erst an den Hof oder so? King. Reward. Granted Title. Ja, vielleicht müssen die auch noch mal ein bisschen was machen. Die müssen auch mal Zeit miteinander verbringen, damit die sich mögen. Marco ist nicht verheiratet. Ansuil ist verheiratet. Ja, der ist verheiratet. Ja, mit Mary. Aber Marco ist nicht verheiratet. Ist einfach nicht. Wo habt ihr das gesehen, dass er verheiratet ist? Nicht verheiratet. Meint ihr, die Frau ist schon verheiratet? Hm. Sehe ich gerade nicht. Ich meine, die ist auch schon 36, ne? Also, wisst ihr, ich kann das, wenn das nicht geht, dann geht, we have a very weak army, ach, hör auf. Warriors are unhappy, ja, weil die keine Dings haben. Marco Titus has received an enlightenment. Ist die schon fertig? Ja, ne? Dann learn das doch mal. Learne. So, wir haben was Neues. Was haben wir denn? Oh, das Scaffold, genau. Und das haben wir auch noch nicht gemacht. Nektar. Erstmal Scaffold. Ja, direkt da am Tempel. Und den Den. Können wir auch mal bauen. So, zwei Sachen. Wir werden sehen. Dann können wir noch upgraden. Ist gut für Holz. Bitte graden Sie ab. Oh, da brauchen wir
Kupfer für oder Eisen, man weiß es nicht. Oh, was ist das denn hier? Der ist neu, der will auch angeheuert werden. Was kann der denn? Trade ist der. Oh, der hat zwei von diesen Sternen. Aber natürlich kein Grundtalent. Aber der hat Management 10, das gefällt mir gut. Den könnte ich vielleicht. Ja, den würde ich nehmen. Wie geht das nochmal? Hire da. Für was kostet das? Performer. Marco. Du musst den jetzt mal anheuern. Und danach gehst du jemanden heiraten. Schnauze voll. Was ist hier mit unserer. Ah ja, da die beiden Johnnies. Haben endlich auch ein Zuhause, das ist gut. Peasants are too tired, das kann ich nicht akzeptieren. So, hier werden diese Gespräche geführt. Guck mal, wir haben auch super viel Moonshine. Jetzt können wir mal in die Finanzen gehen und Moonshine, ja, kostet nur 3 Öcken, das ist voll günstig. Also Alkohol ist jetzt gar kein Problem mehr. Brauchen wir irgendwas? Müssen wir irgendwas kaufen? Oh, Mehl geht uns langsam aus. Was ist denn mit der zweiten? Hier. Reicht immer noch nicht, hä? Huh? Warum wird da nicht gearbeitet? Ich verstehe es nicht. So, also. Hat das jetzt geklappt? Oder verhandeln die noch? Ich verstehe nicht, warum die hier nicht arbeiten. Oh. Shira massaged Anzuils Ego. Ja, ist doch gut. Kann mir recht sein. Die beiden. Where the bay? Ja, es kann irgendwie nicht sein. Er kann nicht heiraten. Deswegen muss er jetzt leider in den freien Markt. Ist das fertig? Nee, noch nicht ganz. Das werden wir jetzt machen. Wir gehen jetzt mal in the world und gucken mal. Oh, was hier? Oh. Ja. Das ist eine sehr gute Gelegenheit. Hier haben wir, Sie sehen, wer war das? Teramina. Ist im heiratsfähigen Alter. Oh. Trade, Persuasion. Was? 29 Jahre? Das ist voll alt. Was sind mit den anderen? Oh ja, die sind ein bisschen jung, ne? Aber das probieren wir das doch mal. So, jetzt muss der da natürlich rüberlaufen. Das ist blöd, weil. Jetzt muss der. Verlässt er hier meinen Ort. Dabei ist der super wichtig. Für diese ganzen. Der muss denen ja mal Bescheid geben, was die hier machen. Kann man das upgraden? Oh ja, es kostet aber Eisen. Haben wir die Mine schon erforscht? Ja, die wird erforscht gerade. Aber die. Ja, haben wir noch nicht. Da die Mine. Marco Hess erreift. Marco Hess erreift. Und? 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 Oh, hier ist noch jemand. Im heiratsfähigen Alter. Und zwar Ivanka. Morg. Naja. 13 Jahre alt. Low Fertility. Also habe ich jetzt gar nicht darauf geachtet, was die hier für eine Fertility Rate hat. Hallo.
Ey. So. Teramina war das, ne? Gambling Addict, Monogam, Erben, Macker. Keine Ahnung. Ich erwarte Bericht. Ja. Mach mal dein Assignment. Carry das mal out. Wir werden sehen, wie es läuft. Muss ja irgendwas bei rumkommen. Was ich nicht verstehe, ist, warum baut ihr... Oh, ich weiß vielleicht warum. Production. Okay. Klar, das war dumm. Weil ich einfach viel zu wenig hier angegeben habe. Kein Wunder, dass sich das alles staut. Machen wir 100. Und Bier, da brauchen wir... Ach, da brauchen wir auch Weizen für. Und Bier kannst du auch bis 100 machen. Wie viel Hopfen haben wir denn? 32. Das können wir ja gut verkaufen dann. Wir müssen ja Geld verdienen irgendwann mal. Deswegen, ich hatte das falsch eingestellt. So, was ist jetzt hier? Es regnet. Trübsal fällt vom Himmel. Ah! Da, Markus has completed the task. Und wie ist es gelaufen? Ich erwarte Bericht. Heiraten können, obwohl die sich lieben. Das ist ein bisschen wie mit Camilla und Lady Di. Siehst du Camilla und was hält sie denn jetzt von meinem Freund? Gambling Addict. Ah, ich darf nichts mit ihr machen. Das ist ja richtig viel Arbeit. Naja, vielleicht könnte ich auch mal irgendwas machen. Vielleicht könnt ihr mal auf mich zukommen. Dann muss ich die ganze Arbeit machen. Was ist mit dem hier? Ach, der ist... Oh, shit. Ich habe dem gar keine Behausung gegeben. War noch ein Lordshaus. Das tut mir richtig leid. Ich will mich entschuldigen. Wir haben aber auch sehr wenig Leute hier. Die hauen alle ab. Vielleicht haben die nicht genug Alkohol bekommen. Ich kann es euch nicht sagen. Wir brauchen mehr Geld. Oh, hier brauchen wir auch noch irgendjemanden, der das managt. Shira kann das managen. Was ist hier los? Marco, oh, Marco ist wieder unterwegs. Auf lustwandelnden Pfaden. Terror gibt's auch noch. Oh, das sieht gut aus. Alle sind fleißig. Endlich kriegen wir auch mehr hier. Guck mal, sehr gut. Das hätte ich auch früher machen können. Das könnte ich jetzt auch. Ah, 47, 72. Ja, guck mal, Hammer. Warte. Was? Taverns are not functioning? Warum? Ja, ganz kurz. Wo war nochmal meine Tavern? Oh Gott, da habe ich noch gar keine Tavern gebaut, doch. Oh Gott. Warte mal. Ich Trottel. Ich hatte noch gar keine Tavern gebaut. Ja, kein Wunder, dass das nicht funktioniert. Oh nein. Oh, selten. Oh, was ein Fauxpas. Was ein unverzeihlicher Fehler. Ich habe gar keine Tavern.
Orgel. Ja, das ist natürlich saublöd. Das ist vermutlich das wichtigste Gebäude, weil die sich da einfach den Alkohol holen, den sie brauchen, um zu chillaxen. Und ich wundere mich, warum die alle keinen Bock mehr haben. Ja, kein Wunder. Aber jetzt alle mit anpacken. Ihr kriegt jetzt endlich eure heißgeliebte Taverne. Was? Wie ist es der unable to move? Weil er schläft. Ja, lass ihn noch schlafen. A child is born! A child is born, Jesus. A child is born. Sie muss sofort educated werden. Was kann sie denn? Was sind denn ihre Manners und Intellect? Ja, Intellect finde ich gut. Sie sofort educate in... Ja, das ist ja dann Philosophy, ne? Ja. Natürlich von Mary. Man unterrichte dieses Kind. Wer von euch möchte denn das Kind sein? Da ziehen die Sklaven über mein zukünftiges Tavernengelände. Wer von euch möchte denn hier die kleine Limena sein? Nice try war, glaube ich, der erste. Nice try. Du bist jetzt das Kind. Alle schlafen, gute Nacht. Ansel kommt seiner Arbeit nicht nach. Das ist enttäuschend. Sexual Desire minus 8. Ansel, was ist los? Wer ist er? Achso, er. Ich kann jetzt auch nicht die ganze Zeit den Marco irgendwo hinlaufen lassen. Wenn der doch hier so viele Verpflichtungen hat, was die Produktivität angeht. The peasants are too tired. Ja, da, endlich. Die Taverne. Alle dürfen. Alle. Priority. Das wird jetzt sowas von priorisiert. Unhappy Lords. Wer ist hier unhappy? Die sind alle gut drauf. So. Jetzt gehen wir nochmal kurz in die World Map. Und... Warten Sie kurz, waren wir nicht hier? Wen hatte ich bezirzt? Shit, die ist weg. Die ist vom Heiratsmarkt. Oh, hier ist jemand gestorben. Kaolan ist in einer schwierigen Beziehung mit seinen Nachbarn von Brightwale. He's planning to start a war soon. Ugh. Okay. Geht. Also. Das hat nicht funktioniert. Die hat sich einfach jemand anderem geschnappt. So wie ich das jetzt verstehe. Die ist gar nicht mehr da. Vielleicht ist sie auch tot. Vielleicht ist sie auch gestorben. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten. Und die einzige ist aber hier ein Bright Whale. Ah ne, das ist auch ein Mann. Tigi. Ach komm. Wen gibt's denn da? Wen kann man sich denn schnappen? Ja, wie alt ist dieses Kind? Achso, kann man noch nichts machen. Ja, blöd. So viel zum Thema. Na gut, ich meine, wir haben ja jetzt eine Erbin. Das ist ja gut. Aber gerade ist einfach nichts auf dem Markt. Da waren wir zu langsam.
Das ist wirklich schade. Und die Herzensdame hier, da geht nicht viel. Was ist denn eigentlich Kan Anzuil? Wie wär's denn, wenn du nochmal. Oh. Shit. Ah, okay, dann musst du mal mit. Ihr müsst mal wieder eine Date Night haben. Ihr müsst mal wieder einfach ein bisschen Zeit miteinander haben, damit ihr euch gut genug findet. Die muss nämlich nochmal schwanger werden. Das ist zu wenig. Zu wenige Thronerben. Ja. Mist. Das könnte sein, dass der als Junggeselle in die Geschichte eingeht. The village chief of Kulbi has brought tribute. You will now deliver to your warehouse. Okay. Oh, ist ja nett. Okay, wir kriegen einen Bischof. Ach du grüne Neune. Kommt ein Bischof. Was denkt der sich denn dabei? Naja. So, ihr Lieben, wir machen an der Stelle mal, jetzt kommt der Bischof, wir machen mal eine Pause an der Stelle und ich ziehe mal ein kurzes Fazit. Also, das ist Norland und ich finde, das macht echt Spaß. Das hat sehr viel Potenzial. Ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt. Das ist einfach eine wunderbare Mischung aus Crusader Kings 3 und Rimworld. Das Spiel hat wirklich eine erstaunliche Tiefe. Bedient sich da sehr, wie gesagt, an Crusader Kings. Aber ist vielleicht ein bisschen einsteigerfreundlicher sogar. Ja, hat eine Menge Potenzial. Und ich freue mich sehr auf die Vollversion. Ich bleibe da auf jeden Fall dran. In dieser Demo kann man, glaube ich, 25 Tage oder so spielen. Wir sind gerade bei einer Woche, also das geht auch eine Weile. Wir haben 7 Tage erst hinter uns gemacht, die Tage sind recht lang. Ich weiß nicht, ob es einen Multiplayer gibt. Mal gucken. Wir saven das mal. Und dann gucke ich mal kurz im Main-Menü, ob... Ich glaube, es gibt keinen Multiplayer. Ist eher so Rimworld-mäßig, weil bei Crusader Kings gibt es ja einen Multiplayer. Ja, also, wenn euch das gefällt, lasst einen Kommi da. Und wir bleiben dran und gucken mal, wann das als Vollversion rauskommt. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen und immer dran denken, rechtzeitig heiraten. Sonst bleibt man allein.